Stuttgart-Stammheim, die bekannteste Justizvollzugsanstalt Deutschlands. Stacheldraht, Gitter, Beton bis zur Dachterrasse, ein Hochsicherheitsgefängnis. Die ersten Terroristen der Bundesrepublik waren hier inhaftiert. Die Führung der RAF. Das Gerichtsgebäude Stuttgart-Stammheim. Nach Unschlüssigkeit und heftiger Diskussion wurde entschieden, dass der Prozess gegen den harten Kern der Bader-Meinhof-Bande in Baden-Württemberg durchgeführt werden sollte. Wir sind verantwortlich für die Angriffe auf das CIA-Hauptquartier und auf das US-Hauptquartier in Heidelberg, das Hauptquartier des 5. US-Korps in Frankfurt am Main. Insofern wir in der RAF seit 70 organisiert waren, in ihr gekämpft haben und am Prozess der Konzeption ihrer Politik und Struktur beteiligt waren. Das eiserne Landeswappen im Hintergrund wurde eigens aus dem Schwurgerichtssaal ausgeliehen. Im Zuschauerraum werden die 206 gelben Plastiksitze fest an den Boden geschraubt, bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Um 81 Presseplätze haben sich schon jetzt etwa doppelt so viele Journalisten aus dem In- und Ausland beworben. Militärisch gesprochen handelt es sich um einen Krieg. Revolutionäre Politik ist die Negation der Politik des Kapitals. Aber juristische Kategorisierungen sind nur kodifizierter Ausdruck realer Machtverhältnisse. Und wissen Sie, wenn Sie hier herablassend sagen, eine schonende Behandlung, Herr Vorsitzender, ich will keine schonende Behandlung von Ihnen. Darauf kann ich verzichten. Auf eine schonende Behandlung. Und so, an der Realität gemessen, hat der Bundesgerichtshof beschlossen, eine klare und definitive Aussage. Das ist Folter, exakt Folter. Frau Meinhof ist vom weiteren Ablauf des heutigen Verhandlungstages ausgeschlossen. Verdammt, man muss das einfach mal sagen, dass die Situation im Gerichtssaal schließlich die war, dass ein Mädchen, das eine starke politische Identität hatte, nicht mehr die Willensentscheidung aufbringen konnte, den Saal zu verlassen, obwohl sie das wollte und unter den Tisch gekrochen ist wie ein Hund. Ja. Das sind die Folgen. Wollen so sieht sie das konkret aus. Dass das kein Vortrag ist, der nur noch zu irgendwelchen prozessfremden Zwecken deckt, dann werde ich Ihnen die Zeit beschränken. Halt Sie jetzt bitte den Mund! Man hätte die berühmte Stecknadel fallen hören können heute Morgen, als Punkt 9 Uhr der Vorsitzende des 2. Strafsenats Eberhard Voth das Urteil verkündet hat. Im Namen des Volkes lebenslänglich für alle drei Angeklagten und eine Zeitstrafe von 15 Jahren für 4 Morde, zahlreiche Mordversuche, Sprengstoffanschläge und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ja, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur ConMedia 2016. Neben mir darf ich Ihnen meine Kollegin Diana Hörger vorstellen. Und neben mir steht Kolja Schwarz und wir beide werden heute Abend durch den Abend führen, durch die ConMedia. Die ConMedia, das ist ein Projekt der Studierenden der HDM in Stuttgart, der Hochschule der Medien. Sie präsentieren jedes Jahr eine Veranstaltung mit einem gesellschaftlich relevanten Thema, das Sie dann auf journalistische Art und Weise aufbereiten. Genau, und das Thema dieses Jahr heißt Auf gelben Stühlen, Terror im Visier. Sie, meine Damen und Herren im Publikum, Sie sitzen auf diesen 206 gelben Stühlen, die damals hier für den RAF-Prozess installiert wurden. Und vielleicht haben Sie durch den Einspieler gerade, durch diese Original-Tonbandaufnahmen aus dem RAF-Prozess so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie die Stimmung hier war. Wenn man da von angespannter Stimmung spricht, so ist das, glaube ich, stark untertrieben. Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe, die Anführer der ersten Generation der RAF, der Roten Armee-Fraktion, die saßen hier auf der Anklagebank. 4 Morde und 54 versuchte Morde wurden ihnen vorgeworfen. Der Stammheim-Prozess war mit 192 Prozesstagen damit einer der längsten in der Geschichte der Bundesrepublik. Einer der längsten und damals der am besten gesichertste Prozess. Dieses Mehrzweckgebäude, in dem sich dieser Gerichtssaal befindet, ist extra damals für diesen Gerichtsprozess
gebaut worden. Und wenn Sie sich mal umschauen, sehen Sie, es gibt keine Fenster, kein direktes Licht, nur so ein bisschen da oben diese Lichtschlitze. Das spricht für Sicherheit. Die Anwälte wurden hier sehr stark durchsucht. Die Menschen, die Angeklagten, die kamen hier aus dem Sicherheitstrakt aus dem 7. Stock, auch der war ganz besonders gesichert im Hochsicherheitstrakt. Wobei in Sachen Sicherheit, Kolja, muss man sich ja schon fragen, ob das alles so abgeriegelt war, wie man sich das damals vorgestellt hat. Denn wir wissen heute, dass es dann doch irgendwelche Waffen in die JVA geschafft haben. Das stimmt. Eines der großen Rätsel dieser Zeit. Wie kamen die Waffen hier in den Saal, in das Gericht und damit dann auch in den Hochsicherheitstrakt? Wie konnte es dann zur Todesnacht von Stammheim kommen? Wir wollen heute sprechen über die RAF, über den Terror der 70er Jahre. Wir wollen über diesen Prozess sprechen, ein bisschen fühlen. Wie war das damals hier? Und dafür haben wir unter anderem Menschen eingeladen, die damals auf diesen gelben Stühlen da hinten saßen, also das live beobachtet haben. Und wir werden aber auch über Terror und Terrorismus heute sprechen, über die Parallelen zum Terror in den 70er Jahren, aber auch über die Frage, was machen die Medien mit dem Terror, was machen diese Bilder dann wiederum mit uns und wie können wir das Geschehen in den sozialen Netzwerken mit beurteilen und auch wie beurteilen die uns dann? Also bei Falschmeldungen oder wie nehmen wir richtig Anteilnahme? Letztlich wollen wir auch darüber sprechen, was macht Terror mit uns, mit unserer Gesellschaft? Was lösen diese Terrorakte aus? Wie können wir Sicherheit gewinnen? Müssen wir vielleicht Freiheiten einschränken, um Sicherheit zu bekommen? Geht das überhaupt? Auch darüber wollen wir sprechen und dafür haben wir viele interessante Menschen eingeladen und hinter mir haben die ersten drei schon auf der Richterbank Platz genommen und deshalb werde auch ich mich jetzt mal auf den Platz begeben, von dem am 28. April 1977 das Urteil hier gesprochen wurde. Und ich gehe mal ins Publikum, denn das soll heute Abend ja auch mitdiskutieren. Auf jeden Fall, aber jetzt tauchen wir erstmal ein mit unseren ersten Gästen, die hitzigen 70er Jahre in den deutschen Herbst, in einen beispiellosen Prozess, kann man glaube ich sagen. Und ich darf Ihnen erstmal die erste Runde vorstellen. Bei mir ist ganz links von meiner Seite aus gesehen Butz Peters, Jurist und Journalist und einer der meistgelesensten Autoren, was das Thema RAF angeht. Klaus Flieger sitzt direkt neben mir, ehemaliger Generalstaatsanwalt und ich sage, glaube ich, nicht zu wenig, wenn ich sage, Sie haben Ihr ganzes Leben der Aufklärung der RAF-Taten gewidmet. Und als Dritter im Bunde, zu meiner Rechten, Manfred Nägele, ebenfalls Jurist und Journalist. Und wir haben Sie gerade im Einspieler gesehen, Sie haben vor fast 40 Jahren der Weltöffentlichkeit, sage ich mal, oder zumindest der deutschen Öffentlichkeit in der Tagesschau erklärt, was hier rausgekommen ist in diesem Urteil. Sie haben für den Süddeutschen Rundfunk damals die Berichterstattung über den Baader-Meinhof-Prozess geführt. Herr Nägele, Sie saßen wahrscheinlich in der ersten Reihe auf den gelben Stühlen richtig, hinten. Ja. Ja, Sie wissen noch ganz genau wo. Ja. Ich weiß nicht, ob es immer der gleiche Platz war. Beschreiben Sie mal ein bisschen. Lassen Sie uns mal teilhaben an dieser Stimmung damals in den 70er Jahren. Also es war natürlich auch für mich als einen, der mal Jura studiert hatte und mal etwas sehr Ungewöhnliches. Ein solcher Prozess mit einer, also ein solcher erster Prozesstag, draußen schon, bevor der Prozess begonnen hat, viele Leute, die geschimpft haben, die geschrien haben, bringt sie um, tötet sie. Und dann wieder andere, die für die Angeklagten gestimmt haben. Und dann die Sicherheit, Polizei mit Hunden, mit Pferden, ein Hubschrauber kreiste über dem Gelände hier, überall Stacheldrahtzäune und es war eine unglaubliche Stimmung. Mhm. Und dann hier reinzukommen, wurde man wirklich kontrolliert und abgeguckt, ob man irgendetwas bei sich hat. Es war also ein wirklich unvergesslicher Tag, muss ich sagen, bis heute. Mhm. Jetzt mussten Sie ja am Abend Ihren Bericht dann abliefern, durften nur draußen, glaube ich, Ihren Aufsager machen. Ja. Wir haben das ja gesehen, das war so vor diesem Mehrzweckgebäude. Ja. Wie waren denn die Informationsquellen damals? Wer hat mit Ihnen gesprochen? Die Anwälte, die Bundesanwaltschaft damals wahrscheinlich noch nicht. Schreiben Sie mal.
Leider nicht, nee. Also alle Versuche, von dort irgendwas zu bekommen, haben nicht funktioniert. Die Anwälte natürlich, von denen konnte man natürlich aus ihrer Sicht dasjenige erfahren, was sie sagen wollten. Aber es war für die Berichterstattung schon sehr problematisch. Und ich muss sagen, ich habe es irgendwann auch nicht mehr geschafft, immer wieder hierher zu kommen und das so zu erleben. Also ich habe zwar den ersten Prozesstag damals auch kommentiert bzw. gesagt, und eigentlich hätte ich gar nicht hier auftreten dürfen, denn mein Bericht für die Tagesschau wurde eigentlich negativ bewertet, weil ich mit den langen Haaren dort draußen stand, so wie da mit einem Pelzmantel, mit Schlaghosen, mit Plateausohlen. Und so habe ich meinen Aufsager für die Tagesschau gemacht. Den musste man natürlich noch auf Film noch schnell nach Stuttgart bringen, entwickeln und anlegen. Und dann hat die sich am nächsten Tag beschwert. Das war der erste Bericht in der 20-Uhr-Tagesschau. Und sagten nach Stuttgart, dem SDR damals, einen solchen Zuhälter wie aus dem Rotlichtmilieu, wie den Nägele, wollen wir bitte nie wieder sehen. Also eigentlich wäre mir es hier erspart geblieben, hier weiter, aber ich durfte weitermachen. Sie waren inhaltlich scheinbar der richtige Mann und haben dann auch bis zum Urteil berichtet. Ja. Herr Flieger, Sie sind damals junger Jurist gewesen und haben als Haftrichter hier in Stammheim angefangen, hatten da mit den RAF-Terroristen eigentlich noch nichts zu tun, mit den Angeklagten. Das war nicht Ihr Gebiet und dennoch saßen auch Sie ein paar Mal hier auf den gelben Stühlen. Erzählen Sie mal, was ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Ja, ich war direkt nach dem Examen Haftrichter, der im Gefängnis saß, und ich habe die normalen Kriminellen eingesperrt, habe aber mitbekommen, wie es im siebten Stock zuging, denn da war ja die Rede von Isolationsfolter, von Zwangsernährung und Ähnlichem. Und ich habe schon mitbekommen, dass meine von mir eingesperrten Häftlinge sich die Finger danach geleckt hätten, solche Haftbedingungen zu bekommen wie die RAF-Häftlinge. Also dass von Isolationsfolter überhaupt keine Rede sein konnte. Im Gegenteil, Privilegien, wie man sie sich eigentlich gar nicht vorstellen konnte, jedenfalls als Haftrichter nicht, dass man Männlein und Weiblein gemeinsam einsperrt mit offenen Türen, Umschluss, wie das damals hieß, mit Tätern nicht getrennt. Also das waren Dinge, die ich mir als Privilegien gar nicht vorstellen konnte. Und ich habe dann auch immer wieder hier diesen Sitzungssaal besucht und war zutiefst beeindruckt, wie die Justiz, der Strafsenat von den Verteidigern angegriffen wurde. Da wurde die Strafprozessordnung bis zum TZ ausgenutzt. Durchaus legal, aber das war für die Justiz vollkommenes Neuland. Und man hatte den Eindruck, dass man zuerst wieder Boden unter die Füße bekommen musste, um mit diesen Angriffen, die man vielleicht als Konfliktverteidigung heute bezeichnen würde, zurechtzukommen. Das war von Stammheimer Landrecht die Rede, so sinngemäß nicht nach der Strafprozessordnung, aber man musste reagieren auf die zahlreichen Angriffe mit Befangenheitsanträgen, mit Anträgen, dass das gesamte Gericht entscheiden musste. Also man hat provoziert. Und mein Eindruck war, dass es den Angeklagten, aber auch den Anwälten gar nicht darum ging, sich zu verteidigen, sondern das Gericht anzugreifen, diesen Staat lächerlich zu machen, vorzuführen mit dem Strafprozess. Und das war Neuland für uns. Und ich muss sagen, ich war beeindruckt, wie souverän das Gericht, die Bundesanwaltschaft, darauf reagiert hat, auf den groben Klotz, der da von der Seite der Verteidigung kam, musste man reagieren. Und das waren sicher Reaktionen auch später von mir, die nicht immer die feine Art waren, aber ich möchte das unter dem Aspekt der Notwehr bezeichnen. Wir mussten, so wie man in den Wald hineinruft, haben wir auch reagiert. Aber ich meine, es hat dank des Bardo-Meinhof-Prozesses nicht lang gedauert, sodass wir mit dieser Art von Verteidigung, mit dem Agieren der Angeklagten umgehen konnten. Man hat darauf reagiert, auf das, was da ankam, und man hat im Vorfeld des Prozesses auch schon manche Weichen gestellt. Ein grundlegendes Element ist bei uns in unserer Prozessordnung, dass der Angeklagte immer dabei sein muss. Und man hat gewusst,
Wenn die RAF-Leute Hungerstreik durchführen, dann werden sie verhandlungsunfähig, dann können sie am Prozess nicht teilnehmen und der Prozess platzt. Mhm. Und das wurden tatsächlich Maßnahmen für diesen Prozess ergriffen, die bis heute gelten, verfassungsgemäß erachtet wurden, dass wir dann, wenn jemand per Hungerstreik sich selbst schuld verhandlungsunfähig macht, dass man dann auch ohne ihn verhandeln kann. Sie merken, Stammheim hat vieles, auch Grundlegendes, was unser Agieren betrifft, die Prozessordnung betrifft, verändert. Jetzt haben Sie gerade angesprochen, dass da viele Gerüchte dann auch in der Welt waren und dadurch auch viel Unterstützung war, wenn Sie von dieser Isolationsfolter sprechen, die nach außen drang. Ich hatte gerade Herrn Nägele gefragt, ja, wie war das denn mit der Informationspolitik? Hat sich die Bundesanwaltschaft vielleicht da was vorwerfen zu lassen, dass sie auch damals schon vielleicht mehr nach außen kommunizieren hätte müssen oder vielleicht auch das Gericht eine andere Pressearbeit machen müssen? Herr Schwarz, da sprechen Sie einen ganz wunden Punkt bei mir an. Ich war immer der Auffassung, dass die staatliche Seite zu wenig Informationspolitik betrieben hat, das Gerücht der Isolationsfolter aufkommen ließ. Das Gerücht aufkommen ließ, die Stammheimer seien ermordet worden. Isolationsfolter würde hier gelten. Und ich habe später bei meinem geschätzten Chef Kurt Rebmann, ich war hier Sitzungsvertreter im Burgverfahren, darum gebeten, dass wir mit den Presseleuten reden dürfen. Die wollten auch mit uns reden und Rebmann hat mir einen Maulkorb umgehängt. Pressearbeit sei Chefarbeit und deshalb allein kleine Aufgabe. Wir haben es versäumt, hier in Stammheim gegen die Verteidiger Medienpolitik ein Gegengewicht zu produzieren. Wir haben das Terrain den Verteidigern überlassen, mit der Konsequenz, dass die ganze Medienlandschaft weitestgehend das wiedergegeben hat, was die Verteidigerseite bei den Gesprächen mit ihnen produziert hat. Wir haben später gelernt, dass wir offensiv die staatliche Seite vertreten müssen, dass die Allgemeinheit einen Anspruch darauf hat, nicht nur die Verteidiger zu hören, sondern auch die staatliche Seite. Und da kann nicht der Richter sagen, ich habe heute gut verhandelt oder ich habe ein gutes Urteil gesprochen. Da ist der Staatsanwalt aufgerufen. Und wenn Sie das sehen, wir haben 10 Jahre später, 15 Jahre später eine Kehrtwendung gemacht. Ich selber habe Medienarbeit gemacht, wie heute auch. Ja. Wir müssen offen damit umgehen, zeigen, dass wir keinen Schaum vor dem Mund haben, sondern dass wir zur Objektivität als Staatsanwälte verpflichtet sind und das auch leben, jeden Tag leben. Sie merken, das bedauere ich, dass wir damals nicht dagegen gehalten haben. Das tun wir heute. Herr Peters, lassen Sie uns noch mal 1-2 Schritte zurückgehen. Vielleicht können Sie uns mal ein bisschen erklären, was wollte die RAF eigentlich? Wir haben ja jetzt ein paar Zitate auch aus dem Gerichtssaal gehört, die sehr offensiv waren. Was wollte die RAF mit ihren Taten bewegen, erreichen? Was waren die Motive? Also, man kann so schlagwortartig die Startzeit der RAF bezeichnen als ein Anknüpfen oder als ein Verständnis, als illegales Kind der Studentenbewegung. Sieht man es von der Studentenbewegung her, hatten die damit gar nichts zu tun, aber in der ersten Kampfschrift von Ulrike Meinhof verfasst, hat sie gesagt ausdrücklich, dass ich die RAF zur Studentenbewegung als ihrer Vorgeschichte bekenne. Also es war damals eine Zeit, das werden sich die Studenten heute kaum mehr vorstellen können. Es brodelte, es war 67, es war 68. Viele junge Menschen empfanden es nicht als genug, was ihre Eltern gemacht hatten, nämlich die ganze Republik aufzubauen nach dem Zweiten Weltkrieg, das Wirtschaftswunder zu bringen. Als erstes wurden die Autos gekauft, dann kamen die Fernreisen, dann wurden die Reihenhäuser gekauft. Und damit war unsere Elterngeneration sehr zufrieden. Und viele Junge haben gesagt, nein, das reicht nicht. Der Faschismus ist noch gar nicht aufbereitet. Man hat festgestellt, dass in vielen führenden Positionen in diesem Land Menschen waren, die im Dritten Reich auch eine nicht unblutige Rolle gespielt hatten. Das waren alles Fragen, die diskutiert wurden. Und praktisch als die Studentenbewegung geendet war, weil die Studenten wieder ihre Scheine machen wollten. Das war 67, 68, eine wunderbar rebellische Zeit. Es wurde Hasch geraucht, es wurde Musik von den Doors geholt und der Street Fighting Man von den Rolling Stones gehört. Es war einfach was los, alles schien möglich. Es waren Abenteuer ohne Ende und die Studenten merkten halt, sie müssen ihre Scheine machen, gingen zurück.
Einige blieben dann da, die überlegten, wie könnten wir hier eine Revolution machen. Das waren dann Ulrike Meinhof, das waren Horst Mahler, das war Andreas Bader, der sehr, ja, sehr unpolitisch war. Und die diskutierten einfach, saßen in Berlin und überlegten, was könnte man da tun. Und da kam man auf die Idee, dass man versuchen könnte, die erlöschende Glut der Studentenbewegung wieder zu entflammen, zu entfachen. Das war die Idee. Und da kam halt die Idee, dass man sagt, wir können das durch Anschläge machen. Es waren Stadtguerilla-Konzepte, die aus Südamerika kamen, dort auch nicht funktioniert hatten, aber das wollten Mahler und Co. nicht so ernst nehmen und haben halt allen Ernstes gedacht, man könnte hier durch Anschläge, so das Horst Mahler mal formuliert, die potenziell revolutionären Massen mobilisieren. Also die Idee war, wenn man Brände legt, wenn man in amerikanischen Kasernen Bomben hochgehen lässt, wenn man beispielsweise auch einen Ermittler am Bundesgerichtshof, dessen Auto in die Luft sprengt, dass sich dann die Menschen erheben könnten und dass dann eine revolutionäre Situation da wäre. Und dann hat sich die RAF halt verstanden als die Avantgarde, hat sie immer geschrieben, wir haben Avantgarde-Funktion. Also wir vorneweg, wir wissen, wie es geht. Und das zeigt ja auch der Name Rote Armee-Fraktion, der relativ früh gekommen ist. Man hat sich verstanden, das war die Definition der RAF, als Teil der Linken, so eine Art militanter Arm. Nur die Linken hatten, relativ schnell sind sie auf Distanz gegangen. Also es war ja sehr schick, so im Jahr 1971 war das. Ich war damals auf einem Internat der Herrnhuter Brüdergemeinde und wir hatten einen sehr fortschrittlichen Religionslehrer und der stellte uns die Frage aller Fragen, die diskutiert wurde, was auf allen Partys diskutiert wurde, was würdest du machen, wenn heute Abend auf dich zutrete Ulrike Meinhof und sagen würde, kannst du mir für eine Nacht Quartier bieten? Gab es lebhafte Diskussionen. Einige sagten sofort zur Polizei, andere sagten natürlich, die will doch hier andere Verhältnisse haben. Dann gab es so, das war unser Religionslehrer, war auch Internatsleiter, der Theologe, der sagte, naja, also Asyl muss man ja schon im Verfolgten gewähren, das ergibt sich ja aus der Bibel, aber dann nur für eine Nacht. Dann sage ich, darf es übernachten, aber muss morgen früh abhauen, so alles nicht. Also das waren damals die Fragen, die gestellt wurden in einer Zeit, als das noch ausgehend von dem, was ich vorhin geschildert habe, als Studentenbewegung schick gewesen ist, mal drüber nachzudenken, könnte nicht alles anders werden. Und dann haben sich die Linken spätestens in der fast in der Gesamtzahl abgewendet, als die Mai-Offensive eingetreten war. Das war ja, die hat es eben beschrieben, die Vorstellung durch Anschläge, die potenziell revolutionären Massen erheben, dass die sich erheben würden. Und da gab es im Mai 1972 sechs große Anschläge mit mehreren Toten und vielen Verletzten. Wir haben es vorhin gehört. Und da sind dann, ist dann die Masse der Linken hat sich von denen distanziert und danach ist zum Beispiel auch, das ist so für mich das Zeichen nach außen, da gab es einen Lehrer, der in einem Lehrerverband war und der wurde, als die Ulrike Meinhof auf der Flucht war, von einer Frau angesprochen, ob er die Meinhof nicht verstecken könnte in Hannover, Langenhagen. Und der ist dann zur Polizei gegangen, so ist Ulrike Meinhof gefasst worden. Das ist ein Beispiel dafür, wie plötzlich die Solidarität der Linken, häufig konnten Bader und Co. da unterschlüpfen, ab Mai 1972 geendet war. Im Juni wurden sie alle verhaftet und die Fortsetzung war dann hier drei Jahre später im der Mai. Bitte? April, 28. April 1975. Genau. Danke für diese Kurzzusammenfassung, die ja doch viele Jahre ausgemacht haben. Und wir haben es von Herrn Nägele vorhin auch schon gehört, dass hier im Prozess dann eben doch auch Bevölkerungsgruppen aufeinander gestoßen sind. Was hatten Sie für einen Eindruck? Wie war die Stimmung draußen? Der Herr Peters hat es ja ein bisschen beschrieben, wann die Stimmung dann auch umschlug und dass dass dann keine Unterstützung mehr da war in der Bevölkerung. Und dennoch kann man, glaube ich, sagen, dass die RAF bis heute so eine Art Mythos ist. Ja, also ich war selber damals einer der 68er an der Uni und man hat da demonstriert und war außerparlamentarische Opposition und wie auch immer Hausbesetzungen, das gab es alles. Aber und dann unter den Talaren der MUF von 1000 Jahren, also viele waren auch mit der Universität, mit den Professoren nicht einverstanden und dann war man schon dran, irgendwas dagegen zu tun und dann kam eben Gewalt gegen Sachen, Gewalt gegen Personen, da wurde dann diskutiert und wie auch immer. Und manche sind dann einfach wirklich dann abgedriftet und sind dann radikal geworden und haben andere zu sich mit sich gezogen. Und was mich zum Beispiel auch ein bisschen gewundert hat, war auf der Anwaltsseite, wie ein Anwalt wie Klaus Croissant, der ja hier sozusagen das Zentrum für die anderen Anwälte auch war und wie auch immer,
Und ich war einige Zeit vor ihm, vor dem Prozess war ich mal als Referendar bei Croissant. Ich war mal sein Referendar. Und damals war er noch ein ganz anderer Mensch. Er hat sehr viel mehr irgendwelche Eheprozesse. Er gehörte in Stuttgart ein bisschen zur Schickeria. Mit den Künstlern war er irgendwie befreundet. Und das und wie er da so umgeschwenkt ist, das ist mir bis heute auch ein bisschen ein Rätsel, wie das gegangen ist. Er hat mich dann ab und zu angerufen, mal noch zu Hause. Und dann hat er sich gemeldet, ja, Croissant, und dann hat er zunächst mal die Polizei begrüßt, weil man sowieso abgehört wird, bevor er mir guten Tag gesagt hat. Und er war wirklich ein, ich habe ihn dann auch noch mal erlebt, er ist ja dann nach Frankreich gegangen mit Sartre, als er den Sartre hat kommen lassen. Stichwort Isolationsfolter mit auch. Mit der Isolationsfolter, da durfte ich noch vom Flughafen mit dem Croissant und mit Sartre im Auto hier runterfahren bis hierher. Aber ich durfte kein Interview mit Sartre machen, ich durfte ihm nur gegenüber sitzen und erst nachher war ja dann eine Pressekonferenz und den hat er halt auch instrumentalisiert und der wusste gar nicht, dass, was ihm geschehen ist, der Sartre. Das tat mir leid. Herr Flieger, gestern war hier in Stammheim Richtfest, es wird ein neues Gebäude gebaut, ein neues Gefängnis und auch neue Gerichtssäle. Wird da auch ein Stück Geschichte kaputt gemacht? Haben Sie ein weinendes, ein lachendes Auge? Wie sehen Sie das? Oder vielleicht, wir wollen ja heute auch über Terror heute reden. Was kann man vielleicht auch aus der früheren Zeit lernen? Also was kann dieses Gebäude uns vielleicht auch noch für heutige Aufarbeitung sagen? Ja, für mich, das ist jetzt sehr subjektiv, ist Stammheim als Begriff, als Name, als Gefängnis, auch als Prozessort Synonym für Terrorismus in Deutschland. Hier hat die RAF gewütet, hier sind die Stammheimer Häftlinge zu Tode gekommen, hier haben die großen Prozesse stattgefunden und für mich ist Stammheim auch gerade dieser Sitzungssaal, in dem ich habe es mal überschlagen, mehr als 250 Sitzungstage erlebt habe, ich habe 4 große Prozesse hier miterlebt, ist Stammheim der Begriff eines Sieges des Rechtsstaats in Deutschland über den Terrorismus. Wir sind angegriffen worden hier in Stammheim, in diesem Prozessgebäude und wir haben es geschafft, dass wir nicht verloren haben. Der RAF-Terrorismus, der gerade hier in Stammheim mit der Schleierentführung, mit der Freipressung, gerade auch der Stammheimer einen Höhepunkt erlebt hat, wo die Leute vor dem Gefängnis standen und gesagt haben, hey, mache. Also wo die Folgestimme eben auf Todesurteil und Vernichtung der RAF aus war, da hat der Staat Souveränität gezeigt, hat mit allen rechtsstaatlichen Mitteln die RAF auf das reduziert, was sie strafrechtlich sind, Verbrecher. Und das ist mir wichtig, dass sie nicht besser, nicht schlechter behandelt worden sind, später auch was die Haftbedingungen betraf. Und besonders stolz bin ich drauf, dass wir es geschafft haben, auch solche Terroristen, die diesen Staat bekämpft haben, die Wohltaten des Rechtsstaats zukommen zu lassen, zum Beispiel bei der Haftentlassung. Seit 2013 sitzt kein einziges RAF-Mitglied mehr in Haft. Das sind lauter Indizien, dass wir diesen Terror überstanden haben. Und einen Satz, den möchte ich erwähnen, einfach weil ich stolz drauf bin. Ich war eigentlich auf dem Weg, auch Terrorist zu werden. Ich bin in Tübingen auch auf die Straße gegangen gegen den Vietnamkrieg. Und man kann sagen, der eine wird Terrorist und der andere wird Staatsdiener. Schon damals habe ich, wie schon erwähnt, ging es um die Gewaltfrage. Gesagt, mit Gewalt geht es nicht. Das Gewaltmonopol muss beim Staat bleiben. Und in der Auflösungserklärung der RAF im Jahre 1998 ist ein Satz drin, der das alles wiedergibt. Er lautet, wir haben erkannt, dass wir auf diesem Weg nicht durchkommen konnten. Das ist eigentlich ein Selbsteingeständnis, dass Terrorismus in Deutschland chancenlos ist, dass Terrorismus zwar Angst und Schrecken verbreiten kann mit Mordtaten, aber dass Terroristen es nicht schaffen, unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat ernsthaft zu gefährden. Bitte gerne.
Herr Peters, lassen Sie uns auch noch kurz über den Terror von heute sprechen. Ich weiß nicht, ob man das wirklich in kurzen Sätzen zusammenfassen kann, aber was unterscheidet denn den Terror von heute? Ich sage mal Stichwort NSU, da könnten wir auch einen ganzen Abend füllen, oder Stichwort IS von den Taten der RAF. IS ist praktisch unkontrollierbar. Da geht es ja nur noch darum, einfach draufzuhauen aus religiösen Gründen. Die RAF hatte ja noch eine Idee, was sie machen wollte. Es konnte nicht funktionieren, da haben wir darüber gesprochen. Und die RAF hat ja nach 28 Jahren eingesehen, dass sie nicht zum Weg kommen, zum Ziel kommen konnte, in der Sackgasse steckt. Und das war, also noch anknüpfend an das, was eben Herr Flieger gesagt hat, ist ja auch der große Unterschied der RAF zu anderen europäischen Terrorgruppen, wie zum Beispiel den Franzosen. Die Action Direct ist verhaftet worden. Die Roten Brigaden sind weitgehend verhaftet worden. Wenn hier hat sich die Gruppe, die ja auf wundersame Weise sich 28 Jahre gehalten hat, wir unterscheiden drei Generationen, so Untergruppen, hat sich lange gehalten, hat aber am Ende eingesehen, dass sie nicht zum Ziel kommen kann. Völlig anders wieder die NSU-Ideologie. Wie könnte man NSU schlagwortartig bezeichnen? Als die stille Zelle, als die NSU, die drei Buchstaben, jetzt nicht der NSU-Prinz, sondern die drei Buchstaben NSU, und das war im November 2011, in Deutschland zu einem Begriff worden. Da gab es diese Gruppe nicht mehr. Das Haus der NSU in Zwickau in der Frühlingsstraße ist ja, nachdem die beiden Männer, Mundlos und Böhnhardt, sich selbst erschossen hatten, hat die Beate Zschäpe in Brand gesteckt, ist abgehauen, man hat dort gar nicht die Dimension erkannt und erst im Bauschutt hat man DVDs gefunden, die DVDs waren auch rausgeschickt worden, in denen praktisch für 9 Taten, nur nicht für die Heilbronner Tat, Selbstbezichtigung geübt wurde. Und da hat man erst die Dimension erkannt, da gab es NSU gar nicht mehr. Weil ich würde sagen, das sind so die ganz drei großen Unterschiede. Mhm. Die RAF war verblendet, immer verblendet, gerade auch in der dritten Generation, die dann gemerkt hatten, es konnte gar nichts funktionieren. Es könnte doch noch die Revolution geben, während NSU hat ja nie die Propaganda der Tat, wie sonst im Terrorismus üblich, benutzt, sondern einfach feige, hinterrücks, wehrlose Menschen umgebracht. Mhm. Ein Unterschied, und damit möchte ich auch schon zum Schluss kommen, ist vielleicht auch das Verhalten im Prozess. Die NSU sagt fast gar nichts oder lässt Anwälte sprechen. Das war hier ganz anders. Wir haben vorhin die Zitate gehört. Herr Nägel, ich möchte Sie als Berichterstatter zum Abschluss fragen, wie wichtig ist es, dass über solche Prozesse berichtet wird, auch jeden Tag wieder? Also damals über den RAF-Prozess, jetzt auch über den NSU-Prozess. Damals sind, glaube ich, nicht alle Journalisten hier in den Saal gekommen, weil zu wenig Plätze waren. Heute ist es wieder so. Ja. Also über die Berichterstattung möchte ich nur eines sagen zur Justiz. Ich habe auch einige Male mit dem Justizminister damals, mit Herrn Traugott-Bender, geredet und sage, diese Kritik, die man überall hört, Isolationsfolter, Haftbedingungen und wie auch immer, sie müssten uns einfach ein bisschen mehr sagen oder zeigen, wie die leben, die leben ja viel besser als die anderen Gefangenen. Warum? Ach, Nägele, wir sagen nichts mehr, das dürfen wir nicht, das sollen wir nicht und wie auch immer. Und man wusste zwar von den Anwälten, wie die leben, und man wusste aber nicht, was stimmt und was nicht stimmt so ganz genau. Und man hat auch mit dem Herrn Bubeck manchmal geredet, hier mit dem Verzugsdienstleiter und wie auch immer. Und erst als die sich umgebracht hatten, danach einige Zeit durfte man mit dem Fernsehen oben die Zellen zeigen, wie die Bader, Meinhof und so weiter dort damals gelebt haben. Mit welchen Privilegien und wie auch immer. Und dann habe ich auch den Justizminister nochmal getroffen, da sagte Herr Nägele, ich glaube, Sie hättet recht gehabt, man hätte vorher mehr zeigen, man hätte mehr Informationen, sowohl im Zeigen als auch im Reden, was Staatsanwaltschaft, was die Justiz angeht. Da hat man, glaube ich, ein bisschen zu wenig gemacht und das war eigentlich, da habe ich auch drunter gelitten, Journalist. Also auch ein Zeichen, dass man berichten muss, die Bevölkerung aufklären muss und vielleicht oder ganz sicher dafür natürlich auch Informationen von allen Seiten braucht. Ja. Ich bedanke mich bei dieser ersten spannenden Runde und darf Sie bitten, sich direkt zu erheben und bitte das nächste Podium zu mir. Ja, vielen Dank. So, jetzt kommt hier die nächste Runde.
Wir haben quasi eine rotierende Richterbank hier heute Abend, aber das steht alles so im Geschäftsverteilungsplan. Also der gesetzliche Richter ist gesichert, das kann ich Ihnen sagen. Es sitzt immer der Richtige hier zur richtigen Zeit. Baader-Meinhof-Prozess wahrscheinlich in Stuttgart. Der Prozess gegen den harten Kern der Baader-Meinhof-Gruppe wird mit großer Wahrscheinlichkeit in Stuttgart stattfinden. Die baden-württembergische Landesregierung hat nach Angaben des Justizministeriums beschlossen, den Bau einer geplanten Werkhalle in unmittelbarer Nähe der Vollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim unverzüglich zu beginnen. Höchste Sicherheitsstufe im Stammheimer Gefängnis. Die deutschen Terroristen. Heute um 13 Uhr läuft das Ultimatum ab, das die Entführer des Airbusses der Air France fünf Ländern gestellt haben. Und das sind die sechs deutschen Terroristen, die Entführer nennen sie Freiheitskämpfer, deren Auslieferung verlangt wird. Ralf Reinders. Die Nachrichten. In Kenia in Ostafrika gab es einen Anschlag auf eine Uni. Nach Angaben der Behörden haben Bewaffnete mindestens 15 Menschen getötet und viele Studenten verletzt. Fritz Teufel. Gestern haben wir uns hier zu einer Friedensdemonstration getroffen. Sie haben uns weggebombt. Sagt ein Teilnehmer bei einem der Trauermärsche nach dem Anschlag auf die Friedensdemonstration in Ankara am Samstag. In Belgien fahndet die Polizei nach einem mutmaßlichen Mittäter der Anschläge von Brüssel. Ingrid Schubert, das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Eben erreichen uns folgende Informationen und folgende Bilder. Aus dem World Trade Center in New York steigt dichter Rauch auf. Ein Akt des religiösen und politischen Größenwahns mit dem Ziel, nicht nur Amerika in eine Falle zu locken. Wir sagen einen schwarzen Tag für die Amerikaner voraus. Die Vereinigten Staaten werden auseinanderfallen. Sie werden sich aus unserem Land zurückziehen und die Leichen ihrer Söhne zurück nach Amerika bringen. Gestern in Garissa mindestens 147 Menschen getötet. Ich habe das Blut von meinem Freund auf mich geschmiert und mich totgestellt. Frankreich ist heute vom verheerendsten Anschlag seit Jahrzehnten. Ermordeter Bankier Ponto sollte entführt werden. In der Nähe des Bahnhofs von Ankara. Es ist die Rede von möglicherweise von Selbstmordanschlägen. 30 Menschen sind bis jetzt dabei verstorben. Verheerender Anschlag auf Friedensdemo. Die Zahlen gehen aber leider weiter hoch. 120 seien verletzt worden. Es ist dies der schwerste Bombenanschlag seit drei Monaten. Reich gegen Deutschland. Tausende demonstrieren gegen Erdogan. Die Menschen in Paris sind mindestens 26 Tote und Geiselnahme in Paris. Terror und Ausnahmezustand für ganz Frankreich verhängt. Die Zahl der Toten steigt auf mindestens 128. IS bekennt sich zu Anschlägen in Paris. Der Nachtclub Palm. Anschläge auf Satiremagazin Charlie Hebdo. Feiger Akt gegen die Demokratie. Ja, eine unglaubliche Flut von Tönen und Bildern, von denen uns allen wahrscheinlich ganz viele noch im Kopf sind. Aber was machen diese Bilder mit uns von den Terrorakten? Was macht die Berichterstattung mit uns? Und wie verändert sich Berichterstattung auch durch unseren Medienkonsum und vielleicht auch durch die sozialen Netzwerke? Dazu begrüße ich jetzt auf der Richterbank die zweite Runde den Medienpsychologen Professor Frank Schwab. Herzlich willkommen. Den Kommunikationswissenschaftler Professor Bertram Schäufele ganz außen und den Social Media Manager bei Arte Jonas Schlatterbeck. Hallo, herzlich willkommen. Ja, heute Nachmittag, vielleicht haben Sie es mitbekommen, ein Angriff in einem Kino in Hessen. Ein Mann soll in das Kino gegangen sein und da irgendwie Geiseln genommen haben, um sich geschossen haben. Was das genau war das ein Terrorakt oder nicht, man weiß es gar nicht so genau. Und dennoch habe ich hier ein interessantes Phänomen bei den Proben bemerkt. Es standen nur ein paar rum, aber sofort guckten alle aufs Handy. Was ist da los? Wie viele Verletzte gab es? Was ist passiert? Was weiß man schon? Auch wenn da zu dem Zeitpunkt natürlich ganz viel noch nicht gesichert war und Informationen auch noch nicht nach außen drangen. Herr Schwab, aus psychologischer Sicht, warum machen wir das? Warum gucken wir sofort? Warum wollen wir sofort alles wissen? Haben die Medien, die sozialen Netzwerke vielleicht auch uns dazu gemacht, weil es möglich ist? Oder ist es andersrum? Brauchen wir das als Menschen? Ja. Naja, wir sind von unserem Emotionssystem so konstruiert, dass man sagen würde, better safe than sorry.
Also wir neigen emotional dazu, zuerst mal den Horizont abzutasten. Ist da irgendetwas, was mich bedrohen könnte? Und wir schätzen die Dinge, die potenziell bedrohlich sind, für wichtiger und relevanter ein, als vielleicht irgendwelche guten Nachrichten. Daher sind wir, neigen wir eher dazu, etwas dramatisch und schnell und genau hinzuschauen, wenn uns Schlimmes widerfahren könnte. Und diese Präferenz, der kommen die Medien entgegen. Also deswegen heißt es ja so, good news are bad news, ne? Oder only bad news are good news. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde, wenn wir morgen die Nachrichten umstellen und sagen, wir bringen nur noch schöne Nachrichten. Ne? Die Leute wünschen sich das sehr häufig, die kreuzen das auch in Fragebögen an. Aber ich würde schwer vermuten, dass unserer Natur nicht unbedingt entgegenkommt. Mhm. Und was wir aber heute haben, ist ja Medien, ist ja grundsätzlich so, dass man sagen würde, der Wegfall von Kommunikationsbarrieren. Es funktioniert schneller, also früher in der guten alten Zeit gab es ja die Phänomene, dass es durchaus mal ein Jahr, zwei oder drei gedauert hatte, bis man erfahren hat, dass der Krieg vorbei ist, weil kein Transport so schnell ging. Ne? Da musste erstmal ein Schiff von Amerika hierher segeln und bis man wusste, ein neuer Präsident wurde gewählt, hat auch Monate gedauert. Heute ist alles unheimlich rasant, diese Kommunikationsbarrieren sind weg und darauf sind wir nun nicht ganz so gut vorbereitet. Die Welt wird zu einem elektronischen Dorf. Ne, jeder Erdwinkel ist praktisch um die Ecke und einen Klick entfernt. Und das verkraften wir emotional nicht ganz so gut. Ne? Wir können praktisch mit jedem Mausklick sofort erfahren, wo was passiert ist. Und jeder ist potenziell unser elektronischer Nachbar und das macht eventuell ein Problem. Es gibt so ein ganz nettes Lied, Tagesschau, oh Tagesschau. Also es ist ja paradox, wenn man abends die Tagesschau guckt, wie schlecht das alles ist. Ne? Und nebenher hat man seine Alltagsprobleme und wie kriegt man das nochmal unter den Hut? Und würden wir tatsächlich uns immer bei jeder Meldung einfühlen, so wie es moralisch adäquat wäre, würden wir vor die Hunde gehen. Das hält ja kein Mensch aus, das Elend in der Welt. Und das ist so ein bisschen... Wir sind darauf gebaut, unheimlich viel Aufmerksamkeit dahin zu lenken, das auch wissen zu wollen. Und gleichzeitig kriegen wir aber die Menge nicht unbedingt und die Geschwindigkeit nicht unbedingt adäquat verarbeitet. Darauf sind wir nicht konstruiert. Dabei will ich nochmal bleiben und mal zwei Zitate in den Ring werfen. Das erste stammt aus der Taz aus dem März 2016, kurz nach den Anschlägen von Brüssel. Da heißt es: Nach jeder Katastrophe, nach jedem Terroranschlag das Gleiche. Eindeutige Opferfotos, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Live-Ticker-Wahnsinn, Twitter-Hysterie, Infos, die nicht mehr als Gerüchte sind. Und das zweite Zitat stammt aus dem Internet, aus einem Blog. Und da heißt es: Aber die Social Networks verlangen einen Balanceakt von uns, den wir nur unter großen Mühen erbringen können. Das Schlimme daran ist, dass zwar unendlich viel, aber nur selten relevante Informationen vorhanden ist. Lassen Sie mich da auch gleich bei Ihnen nochmal nachfragen, was macht das denn, dass informieren wir uns alle nur noch oberflächlich dadurch, also gerade die jungen Generationen, die da viel aus den sozialen Netzwerken erfahren? Ja, also ein Phänomen, was man vielleicht beschreiben muss, ich glaube, was Sie gerade zitiert haben, ich glaube nicht, dass die Medien früher derart entschleunigt und objektiv waren, wie wir es heute gerne in der Vergangenheit hineinprojizieren. Auch damals gab es Falschmeldungen und Kriseninformationen und Social Media gab es eben nicht. Aber es gab ARD und ZDF und andere Anbieter. Ne? Ja. Und man hat sich auch beeilt und war eventuell zu früh. Was macht das mit uns? Man muss sich mal die Nachrichtenforschung anschauen und stellt dann erschreckenderweise fest, wir merken uns kaum etwas. Ne? Also so 20-25% der Nachrichten merken wir uns und das meiste, was wir uns merken, ist das Wetter. Und dann nimmt das sehr schnell ab. Also wir haben ganz gute Mechanismen der Abwehr, um Dinge nicht an uns heranzulassen. Also wir sind nicht unbedingt, werden nicht dann andauernd überflutet, sondern wir weisen das dann auch durchaus erinnerungstechnisch ganz effizient von uns. Trotzdem kann man vermuten, aufgrund dieser emotionalen Aspekte, dass eventuell so eine innere Unruhe. Ich weiß nicht mehr, da gab es eine schlechte Nachricht. Ich kann nicht mehr ganz genau sagen, wo oder was, aber es gibt so eine Art dauernde... Ne, da ist irgendwas, beunruhigt mich und passiert da. Und da würde ich sagen, durch die erhöhte Geschwindigkeit in den sozialen Medien und durch das nicht mehr, also man könnte ja sagen, eigentlich hätte es Journalismus nie so gut wie heute, weil er ja ein Gegengewicht bilden könnte gegen die sozialen Medien. Bei den sozialen Medien wissen wir oft nicht genau, wie soll man die Quelle einschätzen. Mhm. Und wir wissen, dass wir ganz oft in der Erinnerung
die schlechte Quelle entkoppeln von dem Inhalt. Das heißt, wir erinnern uns nachher noch, da war etwas und eventuell 4 Wochen später, ne, meinen wir etwas ganz Schlimmes, aber wir haben vergessen, dass das irgendeine ganz lausige Quelle war und die Argumente unheimlich schlecht waren und trotzdem bleibt es haften, wenn es in unser Weltbild passt, dass die Welt da draußen vielleicht schlecht ist oder die Menschen nicht so gut, wie wir sie uns wünschen würden. Mhm. Herr Schlatterbeck, Sie sind Social Media Manager bei Arte. Das müssen Sie uns mal kurz erklären. Was machen Sie da mit den sozialen Netzwerken? Ja, ich bin bei Arte verantwortlich für die Kommunikation der Marke in den sozialen Netzwerken, also die Kommunikation mit unseren Fans und Followern, die wir bei Facebook, Twitter bis hin zu Instagram oder Snapchat haben. Das bedeutet zum einen die Kommunikation über unsere Programme, also Programmbegleitung oder sogar auch die Konzeption von eigenen Formaten für die sozialen Medien. Das bedeutet aber auch, und da sind wir vielleicht mehr beim Thema, die institutionelle Kommunikation im Krisenfall beispielsweise. Wie positionieren wir uns als Sender? Und da bin ich natürlich auch ganz stark gebunden an die Entscheidungen der Kommunikationsabteilung in einem Terrorfall, um das beim Beispiel zu bleiben. Wie positionieren wir uns dort? Wollen wir uns überhaupt positionieren? Und was ist da unsere Strategie? Mhm. Beschreiben Sie mal vielleicht an einem Beispiel, ich sag mal Paris letztes Jahr, wie haben Sie da, wie schnell auch reagiert und wie haben Sie sich positioniert? Ja, das Beispiel ist eben dieses, sind die zweiten Attentate am 13. November 2015 gewesen, also wo es losging, die meisten Leute, so wie ich, haben das Fußballspiel Deutschland gegen Frankreich geschaut, deswegen waren wir da auch als Arte dann so ein bisschen auch nochmal in einem kleineren Fokus. Und natürlich ist man zunächst mal privater User. Also ich kann natürlich diese Rollen nicht ganz trennscharf halten, weil in dem Fall sitze ich vorm Fernseher, merke, da passiert irgendwas gerade und versuche das erstmal für mich privat zu verarbeiten. Also ich hatte natürlich auch Freunde im Abend, die dort im Stadion saßen und irgendwann ist dann aber so diese Rolle angegangen, wo ich gemerkt habe, ich müsste ja auch auf jeden Fall in meiner Position als Social Media Manager jetzt abklären, wie wir dort unternehmenstechnisch agieren wollen. Und es hat einen Präzedenzfall gegeben, das waren die Attentate vom 7. Januar 2015, die Angriffe auf Charlie Hebdo. Das heißt, wir hatten schon eine Art Krisenstrategie auch entwickelt für diese Art von Vorfall. Und in dem Fall war das dann eben so, dass ich wirklich auf einem kurzen Dienstweg das mit meinem Chef abgesprochen hat, der auch wiederum mit seinem Vorgesetzten dann telefoniert hat. Also alles wirklich in Minutenschnelle. Die Ergebnisse waren noch, entstanden noch. Es hat ja einige Stunden gedauert, also wie die Terroristen dort durch die Stadt gezogen sind auch. Und wir haben dann uns dazu entschieden, als Sender nicht offiziell zu reagieren, weil wir sind kein Nachrichtenmedium, kein Newsmedium, das wirklich hier direkt vor Ort war und die Geschehnisse auch journalistisch eingeordnet hat. Aber wir haben uns solidarisch gezeigt, indem wir, wie viele andere natürlich auch, unser Logo in Trauerflor gelegt haben und haben dann einige Tage später ein offizielles Statement von der Präsidentin, von der damaligen Präsidentin des Senders nachgelegt und haben dann, weil das mehr unsere Aufgabe ist, wirklich in späteren Themenabenden, Dokumentationen, also zum Teil dann auch ein halbes Jahr später erst, hier versucht, die Ereignisse auch einzuordnen, den etwas breiteren journalistischen Kontext zu geben. Mhm. Herr Schwab hat es gerade eben schon angedeutet, die Trennschärfe zwischen sozialen Netzwerken und, sage ich mal, klassischen Medien ist ja nicht mehr so groß, auch die tummeln sich im Internet. Ich möchte vielleicht mal, bevor wir gleich weiterreden, noch ein Beispiel bringen, wie Medien auch zum Teil arbeiten und wie auch Falschmeldungen entstehen. Wir sehen es jetzt gleich mal auf der Wand, da sehen wir das Bild eines Videos, das am 22. März 2016, wenige Stunden nach dem Anschlag von Brüssel im Internet zu sehen war. Oben drüber steht Überwachungsvideo, zeigt Moment der Explosion. Und es dauerte nicht lange, da war der Ausschnitt im ZDF zu sehen, dann bei RTL, bei Phoenix, bei Focus Online, letztlich auch in der Tagesschau. Später stellte sich dann heraus, das Video war 5 Jahre alt, stammte aus Russland von einem ganz anderen Anschlag. Irgendjemand hatte das Datum geändert, es bei YouTube reingestellt und dann schaffte es das ganz schnell in die normalen Medien. Herr Schäufele, ist das für Sie verwunderlich oder ist es normal, dass auch die normalen Medien
quasi gedrängt werden, vielleicht auch von den sozialen Netzwerken, von solchen Videos im Netz, und dann ist nur noch auf schnell, schnell kommt und vielleicht ethische Grundsätze oder gute Recherche einfach auf der Strecke bleibt? Also zunächst mal vorab, mein Großvater hat immer gesagt, wer nicht schafft, der macht auch keine Fehler. Ja, sowas kann passieren, das kann auch natürlich der Tagesschau passieren. Arte hat jetzt vielleicht einen längeren Atem und kann mal ihr nacharbeiten und ausführlich recherchieren, das ist klar. Also solche Dinge können schon passieren, gleichwohl glaube ich schon etwas, dass sich die Geschwindigkeit schon erhöht hat und der Druck, Meldungen dann zu bringen. Wir haben jetzt alle noch die gedruckten Zeitungen, wie lange es die noch gibt, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich die jüngere Generation wird es nochmal erleben, dass es dann vielleicht eher Exotenzeitungen oder so sind. Ja? Und das alles dann ins Internet verlagert wird. Und da ist der Druck halt höher, das sind natürlich dann die Klickzahlen so. Und wenn irgendein anderes Medium das bringt, und ich gucke ja auch jede Stunde, gibt es was Neues. Ja? Ich bin nicht frei von der. Das hätte ich Sie gleich gefragt, ja. Ja, eben, also das ist gar keine Frage. Ja? Und ich bin noch nicht mal bei Facebook, wo man dann ständig das Profil checkt. Ja? Aber dieser Druck ist, glaube ich, heute schon ein bisschen höher. Klar kann man sagen, es gibt Phänomene, gab es damals schon, die gibt es heute auch, glaube ich. Und man muss jetzt auch nicht alles übertreiben. Also es gab früher auch schon Mobbing, heute gibt es Cybermobbing. Trotzdem hat es heute eine andere Qualität, glaube ich. Und das ist in einer etwas größeren Größenordnung sozusagen. Was die journalistische Sorgfalt anbelangt, ja gut, die gilt immer, das ist klar. Zwei Quellenprüfungen oder die üblichen Regeln, die es da gibt. Nur wenn dann natürlich mal irgendwann dpa das bringt und Reuters auch, und dann habe ich meine zwei Quellen quasi irgendwo in einer Lokal- oder Regionalzeitung, wenn ich überhaupt beide habe, haben wir vor kurzem auch gehört, dass manche Regionalzeitungen dann nur noch die dpa haben, da muss ich mich darauf auch verlassen können, und dann setzt sich quasi der Fehler fort, das ist klar. Ja. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wer das macht, es gibt aber sozusagen jüngere Leute, als ich es bin, ja. die durchaus versuchen, irgendwie diese ganzen Propaganda und sonstigen Videos mal zu prüfen, was ist zusammengeschnitten, was ist da wirklich richtig, es ist unheimlich schwierig, das rauszubekommen, quasi so eine Vorprüfung zu machen und auch dann YouTube durchtracken. Und dergleichen. Und selbst denen, die jetzt wahrscheinlich relativ gut geübt sind, weil sie sich sehr fokussieren auf diese Videos, haben Probleme, das im Einzelfall dann auch noch rauszukriegen, was ist da jetzt gefaked, was ist nur eine Propaganda, die aus welchen Ecken auch jetzt immer kommt. Ja. Also das ist, glaube ich, schwierig. Und vielleicht mal ein bisschen innehalten, ehrlich gesagt, das ist jetzt auch kein Dissing sozusagen der Öffentlich-Rechtlichen, aber die kriegen ja auch Geld dafür, dass sie auch nicht recherchieren. Also die können sich auch mal Zeit lassen, während eine Zeitung, die natürlich einen ökonomischen Druck hat, dann schon eher vielleicht mal dem erliegt und sagt, naja, kann man, jetzt bringen wir das halt mal, der Spiegel bringt es schon, die anderen bringen es auch schon, und die Tagesschau oder ZDF oder dann Phoenix als Ableger und dergleichen, die können sich schon mal leisten, auch vielleicht mal ein Stündchen nochmal zu warten und mal den Reporter loszuschicken und zu gucken, stimmt es wirklich? Gucken wir doch nochmal die Stunde, da kennen wir, ich kenne das doch irgendwoher, das Video vielleicht, ja, und dergleichen. Ja. Ja. Zumal man bei so einem Video sich natürlich auch hätte fragen können, wie soll das ein paar Stunden später überhaupt da ins Internet gelangen? Wer soll die Überwachungskamera da nach außen gegeben haben? Aber dennoch sprechen Sie ja an diesen Druck auf den Medien, den es gibt. Und ich meine, es ist natürlich auch einfach zu sagen, lehnt euch ein bisschen zurück. Sie müssen eben auch berichten, auch dafür sind Sie da. Und wir haben es eben gehört, die Leute wollen auch sehen und hören. Herr Schlatterbeck, würden Sie auch sagen, lehnt euch mal eine Stunde zurück, oder würden Sie sagen, man muss berichten, aber man muss ganz klar aufklären, was ist hier noch Gerücht und was ist schon Wahrheit, was weiß ich wirklich? Ja. Also ich denke, ich bin hier eher der Auffassung auch, dass man schon beide Bedürfnisse bedienen sollte. Auf der einen Seite das Bedürfnis, einen direkten Dialog zu führen und direkt die Einordnung zu bekommen, was passiert hier gerade, natürlich vor dem Hintergrund der sehr, sehr meistens sehr dürftigen Nachrichtenlage, und dann auf der anderen Seite aber wirklich dieses Bedürfnis, etwas später das Ganze in einen größeren Kontext zu stellen. Das bedeutet aber natürlich auch, dass der User hier nicht unbedingt unterscheidet zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Medium zum Beispiel, sondern es hat jetzt erst wieder eine Studie ergeben, dass User sich in den wenigsten Fällen überhaupt noch an die Quelle erinnern können, die sagen, habe ich auf Facebook gelesen. Also in dem Fall, denke ich, sind hier Medien dann, wie die Tagesschau beispielsweise, schon auch in der Pflicht, Live-Bericht zu erstatten, aber vielleicht ist halt eher auf eine auf eine Art von Ticker-Journalismus auch runterzubrechen, der dann natürlich längst nicht so informativ ist, wie das dann Berichte einige Tage oder auch Wochen später sein können. Aber auf der anderen Seite
denen, die in dem Moment gerade suchen, Halt gibt oder zumindest eine kleine Einordnung gibt. Es gibt in den sozialen Medien auch immer mehr Formate, die von ganz neuen Akteuren gestaltet werden, zum Beispiel Mimikama oder ähnliche Seiten, die eigentlich nur noch sowas machen, die fast in Live-Zeit Gerüchten, Social-Media-Gerüchten und ähnlichen Unwahrheiten auch, die im Netz verbreitet werden, auf den Grund gehen und versuchen, die quasi live auch zum demaskieren. Und ich denke, dass die öffentlich-rechtlichen Medien oder generell eigentlich die klassischen Medien hier diese Rolle auch einnehmen müssten. Oder müssen. Diese Live-Ticker, die gibt es ja oft, oder wie die Taz schrieb, Live-Ticker Wahnsinn. Ja. Da wird dann halt leider oft auch, weil es keine Informationen gibt, dann gesagt, in den sozialen Netzwerken gibt es das und das Gerücht. Das bringt dann vielleicht ja auch nicht so viel. Aber Herr Schwab, lassen Sie mich Sie noch mal fragen, solche Falschmeldungen, Sie haben ja vorhin gesagt, es bleiben sowieso nicht so viele Nachrichten im Kopf, aber solche Falschmeldungen, wenn man die später revidiert, bleiben die trotzdem hängen? Nee. Also das Blöde an den Falschmeldungen ist, wenn die in unser Weltbild passen. Also wir haben ja alle im Kopf so Schubladen, wie die Welt sein sollte. Die sind nicht immer korrekt, ne? Also ich bin gar nicht objektiv und sehr subjektiv. Aber wenn bestimmte Nachrichten auftauchen und die passen in unser Weltbild und wir machen Experimente, wo wir danach, ne, oder kurz danach oder sogar davor schon sagen, das ist eine Falschmeldung, bleibt das trotzdem in diesen Schubladen haften. Das wirkt dort weiter. Das ist ein relativ unangenehmes Phänomen. Und man kann es teilweise sogar in den Nachrichten oder in Magazinmeldungen sehen. Da war vor kurzem eine ältere Dame, die hat gesagt, ich weiß, dass diese Meldung nicht richtig ist, aber ich glaube sie trotzdem, weil es wahr sein könnte. Ja. Und dann wird das als Bestärkung des eigenen Weltbilds verwendet. Und oft bei diesen, ich sag's mal, Pegida-ähnlich orientierten Personen habe ich ganz oft den Eindruck, sowas ist da. Die haben eine bestimmte Schubladensicht der Welt und was da reinpasst, ob es nun stimmt oder nicht, dient der Bestärkung dieser Perspektive. Und dann kommt man natürlich irgendwann auch bei diesem Lügenpressenvorwurf, was dann nicht mehr passt, muss dann natürlich total falsch sein. Und das kann man eben zeigen, dass es in schwachem Maß auch bei unseren Studenten funktioniert. Das haben wir alle, also bitte immer an die eigene Nase fassen, ne? Wir alle machen auch so etwas wie defensive Selektivität, stehen wir links, lesen wir linke Geschichten, stehen wir rechts, lesen wir eher rechte Sachen, aber keiner von uns liest über Kreuz. Ne? Das ist eine so eine Art mentale Faulheit, sage ich jetzt mal ganz salopp, die da dann verheerende Ausmaße annehmen kann. Stichwort Lügenpresse haben Sie angesprochen und da möchte ich das mit ein bisschen was anderem verbinden, Herr Schäufele, Terroristen brauchen ja Medien, denn wenn das nicht verbreitet wird, was sie da machen, haben sie ihr Ziel nicht erreicht. Ist das auch so ein Zwiespalt, in dem Journalisten da stehen, weil sie auf der einen Seite natürlich die Pflicht haben zu berichten, auch schnell zu berichten, das hatten wir gerade schon, auf der anderen Seite damit auch ja, Steigbügelhalter sind? Definitiv, nur das wäre natürlich albern jetzt mit dieser ganzen Lügenpresse Argumentation, kann man ja nicht sagen, wirklich dazu kommen, das ist albern. Natürlich gibt es die Chronistenpflicht, natürlich muss darüber berichtet werden. Es ist auch klar, dass es Bilder gibt von den Twin Towers, haben wir es vorhin auch gesehen. Es ist dann die Frage, ob ich zeige, wie Leute darunter stürzen. Ja? Also das quasi lange bis kurz vorm Aufschlag verfolge, diese Bilder gab es. Klar muss berichtet werden. Dass sie ein Steigbügelhalter sozusagen sind, lässt sich auch nicht vermeiden, das ist auch gar keine Frage. Es gibt auch immer wieder den Vorwurf, naja, wenn wir jetzt all diese Bilder zeigen, den Schrecken zeigen, dann kann es Anstiftung geben, die Terroristen sehen ja quasi mit der und der Aktion, kann ich das und das erreichen. Es ist empirisch, also sozusagen wissenschaftlich unheimlich schwierig, so etwas nachzuweisen. Die gleiche Diskussion hatten wir bei Fremdenfeindlichkeit, Hoyerswerda, Rostock, in den, also erste Hälfte der 90er Jahre, war auch die Frage, zeigen wir die Ausschreitungen in Rostock, wo quasi die ganze Nachbarschaft randalierend vor dem Asylbewerberheim steht, und zeigen wir da nicht, oder wird da nicht so ein Bild vermittelt, ja, die wollen das ja auch, ja, was dann wiederum dazu anstiftet, aber es ist unheimlich schwierig nachzuweisen. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man berichtet. Es ist auch jetzt in Paris beispielsweise auch die Frage, zeige ich dann bestimmte Videos? Gegenargument, das natürlich auch kommt, Social Media, naja, im Internet grassiert es ohnehin dann. Ja? Also ja. Was soll ich da machen? So, da würde ich dann sagen, es kann nicht unbedingt, ich bin ja jetzt garantiert weit davon entfernt, von Lügenpresse zu sprechen, Gott bewahre, ja, also mit diesem Dummgeschwätz will ich auch nichts zu tun haben. Und man muss ja auch nicht Medienschelte betreiben, weil die Rolle der Journalistinnen und Journalisten ist unheimlich schwierig da.
Trotzdem kann man ja auch bei bestimmten Bildern überlegen, ich bin Journalistin, Journalist, ich habe bestimmte Ansprüche. Ich will jetzt gar nicht über Landespressegesetze und dergleichen argumentieren, aber über eine journalistische Ethik. Auch der Pressekodex sagt da bestimmte Dinge, dass in dem Fall dann der Opferschutz dann vielleicht auch mal und abgesehen Persönlichkeitsrecht wichtig ist. Und dann muss ich bestimmte Bilder nicht bringen. Also wenn wir in der Presse beispielsweise auch sehen, warum werden diese Galerien der Opfer abgedruckt? So. Und es ist nicht nur die Bild-Zeitung, aber die macht es ja mit vollem Bewusstsein. Und da habe ich auch ein Problem mit, dass mal irgendeiner was bringt und nachher denkt, das war vielleicht jetzt nicht so gut. Also die New York Times hat sich auch, glaube ich, 2 Jahre später dafür entschuldigt, dass sie Rally Around the Flag auch für den Irakkrieg waren und es nicht kritisch genug gesehen haben. Das ist auch okay, das ist auch legitim, sich da zu entschuldigen. Aber wenn es immer wieder ist, wir haben das bei German Wings Absturz gehabt, es sind immer wieder die gleichen Bilder, Persönlichkeitsrecht wird nicht kontrolliert. Der Name des Co-Piloten. Genau, der Name des Co-Piloten wird gebracht, wo es noch nicht so ganz sicher ist. Klar, da kann man jetzt, sagen wir mal, es ist ein Grenzfall, ja. Aber dass ich die ganzen Opferbilder zeige und gern dann auch mal von irgendwelchen ausländischen Opfern, die fragen ja nicht nach, ne, weil sie die Bildzeitung nicht lesen. Da ist also nicht meine Bildquelle und dergleichen dabei. Und ich glaube, den Terror oder den Schrecken, was das bedeutet für Familienangehörige, kann ich auch mal verbalisieren in einer Art und Weise, die nicht unbedingt jetzt so voyeuristisch ist. Ja. Und ehrlich gesagt, natürlich, bei manchen Sachen gucken wir nicht auch manchmal dann drauf. Da gibt es ein YouTube-Video, das dann, was weiß ich, ntv.de oder sonst wo erscheint. Klickt man nicht ab und zu auch drauf? Also ich bin der Letzte, der behaupten würde, dass ich nicht auch diesem Bonus unterliege. Ja? Man muss sich dann halt selber ein bisschen fragen, ob man das immer macht. Also ein bisschen sind die User sicherlich auch oder Nutzer, Leser, Zuschauer ein bisschen in der Verantwortung. Andererseits, man kann als Journalist den Journalist das auch nicht auf die abschieben. Die wollen das ja auch, hat Kai Diekmann gesagt. Ne? Die wollen den Schrecken sehen. Das ist ein bisschen eine hohle Argumentation, weil faktisch geht es um Auflage, also muss man mal ganz böse sagen, in dem Fall, also das auf jeden Fall, das nicht, ist ne? Ja, sicher dann ein bisschen zu einfach richtig, gemacht genau. Und kann sich überlegen, welches genau. Bild muss ich zeigen. Natürlich, Fernsehen lebt von Bildern, auch im Internet will man Bilder sehen, aber natürlich muss man nicht alles zeigen und auch nicht jeden Namen nennen, da kann man sich als Journalist sicherlich immer auch fragen, warum und wofür. Das war's schon, meine Herren, vielen, vielen Dank für diese sehr spannende Runde. Dankeschön. Ich darf Sie bitten, gleich die Richterbank wieder freizugeben und zu wechseln. Und wenn die nächsten Herren sitzen, sage ich Ihnen, dass wir noch ein bisschen bei den sozialen Netzwerken bleiben wollen und uns fragen, was machen wir eigentlich nach solchen Terrorakten in diesen sozialen Netzwerken? Wie reagieren wir da? Okay, was geht denn hier? Krass. Anschläge in Brüssel. Alter Scheiße. Oha, was ist das? Das ist vom Flughafen. Mal schauen. Alter, was ist eigentlich bei den Leuten los? Geh helfen. Ihr seid so sensationsgeil. Unglaublich. Seid mal leise, ihr Moralapostel. Ihr schaut's euch doch auch an. I'm from Brussels. It's crazy here. This was like only 10 minutes ago. What the fuck? Weiß jemand, wie viele gestorben sind? 40 Tote. Woher hast du die Info? Das stand bei... Boah, keine Ahnung. Was ist das? Ändere dein Profilbild, um deine Unterstützung für Belgien und die Menschen in Brüssel zu zeigen. Ja, könnte ich ja eigentlich mal machen für ein paar Tage. Warum nicht? Wieso änderst du dein Bild? Ist doch wichtig, Unterstützung zu zeigen. Naja, find's ein bisschen bescheuert. Was ist mit Ankara? Ja, vielleicht sind da heute Deutsche gestorben. Ist doch außerdem klar, dass man betroffen ist, wenn es im Nachbarland passiert. Ist doch egal, wer stirbt. Wenn es Leute aus Nahost sind, interessiert es doch auch keinen. Finde das einfach nicht richtig. Oh Mann, wenigstens zeige ich Anteilnahme. Das hilft den Leuten in Brüssel auch. Was hast du denn schon gemacht? Gibt doch genug Streit und Hass, dass man über sowas auch noch diskutieren muss. So scheinheilig muss ich auch nicht trauern. Im echten Leben mache ich mir doch auch keine Flagge ins Gesicht und laufe damit rum.
Scheinheilig? Da geht's um Solidarität und Mitgefühl. Yay! Profilbild geändert, Terrorproblem gelöst. Dann Glückwunsch. Das muss ich mir jetzt echt nicht mehr geben. Ich schau mal, ob's in Twitter auch so abgeht. Was ist denn das hier gerade für ein Wettlauf? Hast recht, Hauptsache gebrandet. Love all the pictures. Such great support is sent out in real time. Hashtag thanks Twitter. Denkt mal lieber darüber nach, wie ihr wirklich helfen könnt. Hashtag pray. Pray for Brussels, tschüss wie Brussels. Gerade die beliebtesten Hashtags. Dann nehme ich doch die. Wie fühle ich mich denn gerade? Traurig, frustriert, hoffnungslos. Ja, hoffnungslos. Okay, bin so unfassbar traurig. Kann an nichts anderes mehr denken. Hashtag just wie Brussels. Hashtag pray for Brussels. Ja, okay. Pray for peace. Das ist gut. Hi, Julia. Hallo. Hi. Hast du Bock auf Kino heute Abend? Heute? Ja, klar. Voll dabei. Ja, wir treffen uns um 8. Los um 8. Alles klar. Hab voll Bock. Hammer, cool. Bis später. Ciao. Ja, ein fiktiver Chat, der so oder so ähnlich aber hätte stattfinden können. Immerhin sind viele von uns täglich in den sozialen Netzwerken unterwegs, kommentieren Ereignisse oder wechseln unser Profilbild. Da frage ich doch hier mal nach. Du schon mal das Profilbild gewechselt? Nein. Wieso nicht? aus keinem bestimmten Grund eigentlich. Oder findest du es irgendwie scheinheilig? Ich finde es nicht unbedingt scheinheilig, aber... Bringen tut es jetzt auch nichts, deshalb lasse ich es einfach. Gehe ich mal eins nach hinten. Wie geht's dir? Hast du das schon mal gemacht? Ja, ich habe es schon mal gemacht. Wieso? Freunde aus der Türkei. Und wenn man da immer mitbekommt, Istanbul, Ankara, da ist man schon betroffen. Und dann zeigt man so ein bisschen auch, dass man bei ihnen ist. Also eine Möglichkeit eben zu zeigen, dass man Anteil nimmt an Geschehnissen in der Welt. Die Frage würde ich jetzt gerne auch an unseren Experten auf der Bank, unseren Medienpsychologen Herrn Schwab weiterleiten. Herr Schwab, haben Sie schon mal Ihr Profilbild gewechselt? Sie haben doch bestimmt auch einen Facebook-Account. Nein, ich habe gar keinen Facebook-Account. Okay. Nein, also ich habe kein Profilbild bei Facebook, ich habe eher eins bei Google. Also ich bin so bei diesem Nerd-Ding da, wo kaum einer ist. Ja, also man kann jetzt über diese Phänomene, die wir gerade gesehen haben, könnte ich eine halbe Stunde oder länger, ne? Wir machen auch eine ganze Vorlesungsreihe draus, Herr Schäuble und ich. Aber was man hier so sieht, ist, es fehlen uns bei dieser Art von Kommunikation Hinweisreize. Wenn wir uns unterhalten, selbst auf die Distanz, kann ich sehen, wie es Ihnen geht. Sie ganz lächeln, gut, ja. Ich sehe das, ne? Es geht Ihnen gut. Und dann kommuniziere ich anders mit Ihnen. Mhm. Wenn ich das nur textvermittelt mache, wird das schwieriger und man läuft eher in Missverständnisse rein. Die Kommunikation kann... dann ambivalente Situationen missinterpretiert werden und so weiter. Das sind Formen der Selbstinszenierung am Start. Also wie möchte ich da sein? Möchte ich mich darstellen als einfühlsamer Mensch, der dann auch gut ist? Ne? Also meinem Selbstbild wieder so einen Kick in Selbstwert reingibt. Und all diese Phänomene sind da am Start, sodass diese Form der Kommunikation nicht unbedingt immer besonders tief wirkt. Ne? Gleichzeitig oberflächlich, würden Sie sagen. Oberflächlich, würden Sie sagen. Eher oberflächlich, aber ich würde auch gleichzeitig sagen, Vorsicht, wenn die Leute sich länger kennen und die sich immer wieder treffen, ne, also in Communities, die gut etabliert sind, dann verschwinden diese Phänomene. Also unter den jungen Leuten, enge Freundeskreis, die verstehen sich auch textlich ganz gut. Und man kann zeigen, dass zum Beispiel Anbahnung von Beziehungen da mit viel Zeit und wiederholtem Kontakt dann auch diese oberflächlichen, missverständlichen, inadäquaten Kommunikationsformen dann verschwinden. Also das gibt es. Das ist auch nicht schön, das ist ein Problem, weil es fehlen uns Hinweisreize, aber wir können das mit Zeit ausgleichen. Sie haben vorhin auch gesagt, vieles wird vergessen, was im Netz geteilt wird, die Nachrichten. Sind solche Bilder, die ja doch eher emotional sind als Text zum Beispiel, helfen die uns nicht vielleicht, uns eben gerade dran zu erinnern täglich, was vielleicht vor 2 Wochen noch war, weil ich eben mein Profilbild noch länger da habe? Ist es dann nicht irgendwie dann doch irgendwie eine ehrliche Art, sich dran zu erinnern? Ja, also solche Formen, dass man sagt, wir verändern etwas an uns, um uns zu erinnern, sind da durchaus ein etabliertes, rituelles
ne, geschehen. Also wir tragen zum Beispiel Trauerkleidung und ne, wir zeigen nach außen, genau, und kleiden uns anders. Und da gibt es dann wieder kulturelle Vorschriften, wie lang das adäquat ist. Und das hat sich geändert über die Zeit. Und natürlich sind das Formen, dazu sind keine etablierten Rituale vorhanden. Das wird gerade ausgehandelt. Und für uns alte Kerle hier, ne, ist das eher so, oh nee, ne, wie kann man nur so? Mhm. Aber die Jungen würden sagen, ne, was wir dann vielleicht so tun, komische Dinge, oh, wie sind die denn drauf? Was haben die für komische kulturelle, emotionale Rituale, um mit Emotionen umzugehen? Also wir brauchen als emotionale Wesen immer auch einen kulturellen Rückhalt, der das in eine Form gießt, uns auch Halt gibt. Und der wird aber dauernd neu verhandelt. Und zwischen den Generationen gibt es da Unterschiede. Also einfach auch eine Generationenfrage. In 10 Jahren werden wir da sicher, oder vielleicht auch in 2 Jahren, geht ja der Gender schon anders drüber denken als heute vielleicht. Soweit zu der Auseinandersetzung mit dem Thema Terror im Netz. Wie sieht es aber in unserem Alltag abseits vom Netz und vom Computer aus? Gerade in Zeiten der AM, fühlen wir uns da eigentlich in Menschenmassen noch sicher oder bewegen wir uns irgendwie gehemmter nach Terrormeldungen aus Paris und Brüssel oder eben Istanbul? Wie sieht es mit unserer Sicherheit aus? Wir haben eine Umfrage auf der Königstraße in Stuttgart gemacht. Du bist geschockt? Also, dass sowas eigentlich in Europa dann auch jetzt aktuell dann auch passiert, ist ja schon was. Oder was halt auch in der Nähe passieren kann, ist eigentlich nicht so toll, ne? Keine Ahnung, ich bin ja selber Moslem. Und das tut halt unsere Religion voll in ein schlechtes Bild stellen. Gemischte Gefühle, ängstlich, auch wütend, dass es so weit kommen könnte. Schon, also ich würde sagen, schon relativ hoch. Ich glaube schon, dass es bei Massenveranstaltungen wahrscheinlicher ist. Von der Skala her 1 bis 10? 5. Also, ich glaube, wir sind als nächstes dann dran. Das Risiko ist sehr kalkulierbar. Ich fühle mich überall sicher. 50% safe, 50% safe. Man fühlt sich nicht so sicher. Gute Frage. Also von den Maßnahmen her glaube ich, dass da nichts bringt. Wenn wir alle unsere Freiheitsrechte aufgeben, wird es trotzdem nicht sicherer werden. Man sollte sich nicht zu viel Angst machen und nicht zu viele Gedanken darüber verschwenden. Weil das, also, sonst kann man ja auch gar nicht mehr richtig leben. Ich würde mich sehr freuen, wenn mehr Polizei auf die Straße sind. Ängstlich, weil gerade wenn man mitbekommt, dass hier so viele Polizisten sind, kann man denken, so ja, vielleicht ist hier irgendwas. Ich fühle mich eher unwohl. Also ich habe es jetzt noch nicht wahrgenommen, aber unwohl würde ich mich nicht fühlen, nee. Die sind ja Freunde und Helfer. Finde ich gerechtfertigt und bin auch bereit, dafür meine Steuergelder auszugeben. Ich würde sofort ja sagen. Ich glaube eher nicht. Ich würde es mir überlegen, würde aber wahrscheinlich fahren. Ich würde sofort sagen, ja klar, weil in Deutschland kann genauso was passieren. Wir können jetzt nach keine Ahnung wohin reisen, wir wissen nicht, wo die Terroristen sind. Von daher dürfte man eigentlich dann nirgends mehr hinreisen. Direkt, ja. Wie gesagt, man darf sich da nicht so einschüchtern lassen. Ich würde trotzdem antreten, ja. No risk, no fun. Eher nicht. Sind Ängste berechtigt? Sollten wir uns einschränken lassen in unserer Freiheit? Braucht es vielleicht neue Gesetze, um mehr Sicherheit zu erlangen? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinen jetzigen Gästen. Zu meiner Linken sitzt Sebastian Volkmann. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Freiburg im Forschungsteam Sicherheit und Gesellschaft. Und zu meiner Rechten Markus Kompa, Rechtsanwalt und politischer Publizist mit Schwerpunkt Nachrichtendienste und Medienkritik. Herzlich willkommen. Herr Kompa, geschockt, ängstlich, wütend, wir sind als nächstes dran, Massenveranstaltungen meiden. Das sind nur ein paar der Stichwörter, die gerade hier auf der Straße genannt wurden. Sind diese Zitate, diese Ängste berechtigt? Muss man Angst vor einem Terroranschlag haben?
Statistisch gesehen nein. Die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland an einem Terroranschlag zu sterben, ist nur ein Bruchteil von der, als wenn man an diesem Stift hier stirbt. Mehrere Menschen sterben jedes Jahr an Teilen von Kugelschreibern, die sie beim Kauen verschlucken. Die statistische Wahrscheinlichkeit für Terroranschläge ist in Deutschland bei ziemlich genau null. Es gab einen Anschlag an der Rhein-Main-Bears in den letzten Jahrzehnten, an dem eben zwei US-Angehörige umgekommen sind, einer Streitmacht, die eben auch selbst Terror verbreitet, was das nicht entschuldigt, aber es ist ein anderer Fall, als wenn wir Zivilisten in Deutschland uns hier einschränken müssten. Also, dass man Konzerte und so weiter nicht mehr betreten kann, ohne vorher gefilzt zu werden, das finde ich absolut übertrieben. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, dass man sich von der Massenüberwachung so viel verspricht, denn sie führt zu nichts. Aber das wäre eine andere Frage. Und dennoch, das hat auch der Professor Schwab gerade gesagt, natürlich hat man nicht Angst, an einem Kugelschreiber zu sterben, aber an einem Terrorakt vielleicht, weil einem das näher geht. Verstehen Sie das? Psychologisch verstehe ich das, weil wir täuschen uns täglich. Aber sehen Sie mal, wenn Sie jetzt die Terrorstatistik sich angucken, da gibt es interessante Websites wie die vom Global Terror Index, dann sehen Sie, dass also die Terrorgefahr in den 80ern bei um die 400 Tote im Jahr war. Und im letzten Jahrzehnt war sie im Schnitt etwa bei 36 europaweit. Und wenn man jetzt die Attentate in Paris und in Norwegen rausrechnet, dann sind jährlich in ganz Europa gerade mal 6 Menschen an Terrorismus gestorben. Und da sehe ich irgendwie die Verhältnismäßigkeit nicht mehr. Denn absolute Sicherheit wird es nicht geben. Diese 6 Leute oder 36, wenn man so will, die werden immer, für die wird immer eine Gefahr sein. Sie können nicht Bahnhöfe so sichern, wie sie gerade Flughäfen sichern. Spätestens bei einer Straßenbahn ist es unpraktikabel. Wir müssen mit einem Restrisiko leben und wir müssen uns damit souverän arrangieren. Jetzt noch die Gesetze noch schärfer zu machen, das macht wenig Sinn. Die gesamte Massenüberwachung hat sich nicht bewährt. Ich habe gerade vor 2 Wochen mit einem Mann gesprochen, der vor 4 Jahrzehnten beim Verfassungsschutz für die RAF zuständig war, der sich also sehr viel von einer Kooperation mit NSA und diesen Methoden versprochen hat. Und er sagt, das hat überhaupt null gebracht. Die IRA hat sehr schnell gelernt, konspirativ zu kommunizieren. Die haben nicht telefoniert, die haben sich nicht in Häusern unterhalten, nicht mal in Fahrzeugen, weil sie wussten, da kann abgehört werden. Die RAF ist sehr schnell unsichtbar geworden. Es hat einfach nichts gebracht und auch die professionellen islamistischen Terroristen, die kommunizieren auch nicht so, dass das, man denen ernsthaft nachspüren könnte. Der Bill Binney, der war mal technischer Direktor der NSA, mit dem habe ich mich mal vor 2 Monaten unterhalten, der sagte, man hat also behauptet, es hätte 58 Fälle gegeben, in denen diese Massenüberwachung zu etwas geführt hätte, und dann, als man dann das kontrollierte, musste man einräumen, es gab genau einen Fall. Ein Taxifahrer hat dann eine afrikanische Terrororganisation 8.500 Dollar überwiesen und das war's. Und dafür brauchen wir diese Massenüberwachung nicht und insbesondere nicht diese Eingriffe in unsere Lebensqualität. Ja. Herr Volkmann, ein klarer Appell für Freiheitsrechte, für weniger neue Gesetze gegen die Massenüberwachung. Und wir haben gerade im Film auch einen Herrn gesehen, der gesagt hat, wenn wir alle unsere Freiheitsrechte aufgeben, wird es trotzdem nicht sicherer. Und Benjamin Franklin hat mal gesagt, der Mensch, der bereit ist, seine Freiheit aufzugeben, um Sicherheit zu gewinnen, wird beides verlieren. Sehen Sie das auch so? Ganz sicher. Eine von der Stoßrichtung meiner Arbeit, ich komme ja aus dem Bereich angewandte Ethik, was für mich bedeutet, dass ich versuche, die Ethik aus diesem Bedenkenträgerrolle herauszuführen und produktiv mit in die Debatte um die Gestaltung von Sicherheitsmaßnahmen reinzubringen. Ich arbeite ja ganz konkret an Fluggastkontrollen an Flughäfen. Für mich ist es dort wichtig, für mich selbst klarzumachen und das auch in meiner Forschung dann zu kommunizieren, in die Medien, in die Politik, dass es hier nicht darum geht, so eine falsche diese Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit irgendwie hinzukriegen, so als würde es da wirklich um was anderes gehen, denn de facto sind das zwei Aspekte der jeweils selben Sache. Also ich kann, im Endeffekt geht es einerseits um den Schutz vor Übergriffen des Staates,
dass das relevant ist, haben wir historisch gelernt. Und andererseits, das, was wir gerne als Freiheit dann labeln, der Schutz vor den Übergriffen anderer durch den Staat. Also wenn wir in den Terrorgedanken denken, dann ist das die Freiheit vor dem Terror und die andere Variante, Schutz vor staatlichen Übergriffen, eben die Freiheitsrechte, dann die Schutz vor Übergriffen des Staates. Und wenn man das in dieser Variante denkt, dann sieht man eigentlich sofort, dass das keine Alternative ist, sondern dass ich beides in gleichem Maßen brauche und dass ich auch nicht als Ethiker, als Politiker, als Sicherheitsexperte sagen kann, naja, das müssen wir jetzt, hier müssen wir wirklich Sicherheit gewährleisten, sondern diese Abwägung ist eine politische Entscheidung und die kann uns als Gesellschaft niemand abnehmen und also worin konkret dann dieser Konflikt liegt, zum Beispiel bei Fluggastkontrollen, das ein bisschen auseinanderzubauen und besser zu kommunizieren, das ist so ein bisschen die Stoßrichtung meiner Arbeit. Insofern finde ich dieses Zitat Sicherheit und Freiheit einerseits sehr treffend und gleichzeitig würde ich davor warnen, da nicht immer diese genaue Alternative reinzudenken. Also einerseits Sicherheit, andererseits Freiheit. Nein, es sind zwei Seiten, die beide sowohl Freiheitsrechte als auch Sicherheitswünschen beinhalten. Mhm. Machen Sie es mal konkret an Ihrer Arbeit, wenn Sie sagen, Sie entwickeln da was für Flughafenkontrollen. Wie kann ich denn da wird ja Freiheit eingeschränkt, durch eine Kontrolle wird immer Freiheit eingeschränkt. Wie kann ich denn da Freiheitsrechte trotzdem berücksichtigen? Naja, Sie könnten sich zum Legen, welche konkreten Abwägungen oder welche konkreten Freiheitsrechte überhaupt betroffen sind. Es ist ja ein bisschen falsch zu sagen, naja, der Konflikt würde nur darin bestehen zu sagen, Eingriff in Freiheitsrechte oder Gewährleistung von Sicherheit. Sie könnten ja genauso sagen, okay, ich habe ein ähnliches Sicherheitsniveau, das heißt meinetwegen ein Messer detektiere ich mit einer ähnlich hohen Wahrscheinlichkeit, aber ich kann das ja auf völlig unterschiedliche Weise tun. Ich kann den Metalldetektor benutzen, ich kann den Körperscanner benutzen, ich kann abtasten, ich kann die unterschiedlich kombinieren und daraus entstehen unterschiedliche Trade-offs. Und diese Trade-offs wieder zurück in die politische Debatte zu spielen, ist einfach wichtig, weil das keine Einbahnstraße ist, weil das nicht einfach jedes Mal, wenn wir eine rote Linie in der Ethik oder auch die Rolle wird ja sehr häufig auch vom Bundesverfassungsgericht übernommen, dass da eine rote Linie übernommen wird und dann wird gesagt, okay, das darf dann wirklich nicht passieren, aber bis dorthin ist es gerade eben so noch okay, dann spielt sich immer so ein Automatismus ein, dass man dann sagt, naja gut, wenn das okay ist, wenn es legal ist, dann ist es bestimmt legitim, weil es geht ja um Sicherheit und wer könnte schon was gegen Sicherheit sagen. Also diese Trade-offs wieder bewusst zu machen und auch in die politische Debatte zu spielen, das ist wichtig. Es gibt ja zum Beispiel in den USA wird das versucht, diese profilbasierten Fluggastkontrollen. Jetzt mal angenommen, da würde ernsthaft mehr Sicherheit hergestellt. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber nehmen wir mal an, Sie könnten ja genauso gut sagen, naja gut, ich kann auch alle Passagiere stärker kontrollieren, dann habe ich dasselbe Maß an Sicherheit. Worin besteht hier der Trade-off? Der Trade-off besteht darin, dass ich der Masse der Bevölkerung sage, naja, ich schone euch ein bisschen, einem kleinen Teil der Bevölkerung sage, euch vertraue ich, ihr braucht die Schuhe nicht mehr ausziehen, ihr braucht den Gürtel nicht mehr ablegen, alles in Ordnung, ihr dürft mit geringem Eingriff durchgehen und einem Teil der Bevölkerung sage, halt, hier auf meiner Liste steht Ihr Name, Sie sind bestimmt ganz gefährlich, ich muss Sie jetzt kontrollieren. Mhm. Und diese Listen, die kommen ja aus, wir wissen es nicht genau, aus dem Geheimdienstkomplex. Das heißt, das sind nicht irgendwelche transparenten Methoden, gegen die man sich auch wehren könnte. Und dann kann man ganz klar sehen, okay, das, was dort ja auch passiert, dass Sie sagen, naja, ihr wolltet geringere Eingriffe in die Privatsphäre, hier, das ist eine Möglichkeit. Was passiert dann? Dann tauscht man diesen Gewinn an Privatsphäre ein in einen geringeren Schutz vor Diskriminierung, in einen geringeren Schutz vor, ich würde sagen, Datenmissbrauch, denn die Daten habe ich, also diese Listen, die entstehen ja nicht aus dem Nichts, die kommen ja aus anderen Quellen, die bestimmt nicht so erhoben wurden, dass man gesagt hat, ja, wir würden gerne identifizieren, wer ein Hochrisikopassagier ist. Das heißt, diese Daten werden gesammelt, meinetwegen ihr Essenswunsch während dem Flug.
ist das halal, ist das vegetarisch, ist das mit Schweinefleisch, dann kann ich wunderbar schon mal das in irgendeinen Punktewert reinbringen oder ähnliches, oder ich gehe tatsächlich nach diesen Listen. Genau diese Unterminierung von eigentlich sehr liebgewonnenen rechtsstaatlichen Prinzipien, die dann auch, also darauf hinzuweisen, ja, wir können das so machen, aber das bedeutet ganz konkret hier einen Trade-off, dort zu sagen, naja, einen kleinen Teil bevorzugen wir, einen kleinen Teil belasten wir stärker. Diese Entscheidung muss, die kann nicht einfach irgendwo getroffen werden, die muss in der politischen Debatte getroffen werden. Also Freiheitsrechte müssen zum Teil eingeschränkt werden, verstehe ich, aber man muss sich eben klar werden, welche sind das und wo sind vielleicht die kleineren Eingriffe, und das muss dann in die politische Debatte und auch in die gesellschaftliche. Herr Komper, weil auch der Herr Volkmann gerade die Fluggastdaten angesprochen hat, es gibt Syrien-Rückkehrer, die werden in Deutschland zum Teil beobachtet. Es gibt nach den Anschlägen in Brüssel oder Paris natürlich auch aus der Bevölkerung die Ansage, Mensch, man hätte die Leute vielleicht kennen können. Man kannte sie ja. Man kannte sie, aber man hat eben nicht gemerkt, dass sie da und da hingegangen sind. Ist das nicht gerade ein Argument für mehr Massenspeichersysteme oder für mehr Datenerhebung? Ist es nicht normal, dass danach auch eine Fluggastdatenrichtlinie in der EU geschaffen wurde? Also es sind ja diese Gefährder und diese Pappenheimer, die kennen die Geheimdienste. Es waren ja auch sowohl in Brüssel als auch in Paris waren das ja alte Bekannte in Anführungszeichen. Und wenn die Sicherheitsbehörden mehr Energie darauf gesetzt hätten, sich diese Leute anzusehen, von denen es wirklich konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dann wäre allen geholfen. Dann hätte man diese Leute konkret überwachen müssen. Aber das als Argument für die anlasslose Massenüberwachung zu nehmen, das ist nicht logisch. Also da gibt es bisher noch keinen ernsthaften Hinweis, dass da was rumgekommen wäre. Wenn man sich überlegt, was die Spione auf der Insel machen, Love Intelligence, dass die also unsere Internetverläufe speichern und systematisch angucken, welche sexuellen Vorlieben man denn so möglicherweise hat. Also heute sind die Leute mit ihren Notebooks intimer als mit den Ehepartnern. Ein soziales Problem wird praktisch technisch mit der Schnittstelle verkoppelt und mehr intimer kann man eigentlich nicht mehr spionieren. Was hat das mit Terrorismus zu tun? Ich verstehe es nicht. Ist Ihr Appell dann aber, wenn ich Sie richtig verstehe, schon, es muss schon Sicherheitsgesetze geben und natürlich muss es auch eine Geheimdienste geben und es muss auch eine Absprache zwischen Geheimdiensten geben. Vielleicht ein Beispiel, Anfang Juni hat die Bundesanwaltschaft drei Menschen festgenommen, die wohl entfernt einen Anschlag in Düsseldorf, Selbstmordattentate geplant hatten. Die sitzen in Untersuchungshaft. Da lobte der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herr Jäger, sofort die Kommunikation der Geheimdienste. Wie Sie aus dem Vorgespräch wissen, ein Problem. Ich vertrete im Moment einen V-Mann, der früher in der islamistischen Szene aufgeklärt hat. Ich habe da jetzt ein Sonderwissen, über das ich nicht sprechen darf. Okay, schade. Würde aber explodieren. Wirklich schade. Wir würden. Ich würde explodieren. Ja. Warten wir doch mal ab, was da von Düsseldorf übrig bleibt. Von der Sauerlandzelle haben wir gesehen, dass da also die Nachrichten doch mit großer Vorsicht zu genießen waren. Da war ja mehr Geheimdienst als sonst wo unterwegs. Die hätten die Chemikalien dann normalerweise gar nicht gekriegt, wenn eben nicht das BKA, was, glaube ich, dafür gesorgt hätte, dass der Apotheker die rausgibt. Die Zünder kamen von einem CIA-Mitarbeiter. Etliche Mitglieder der Sauerlandzelle waren vorher angesprochen worden, ob sie nicht selber Vormann werden wollen. Also das ist alles sehr, sehr dubios und mit Vorsicht zu genießen. Ob man da nicht vielmehr eine Art Staatstheater produziert. Denn diese Sauerlandzelle, die wurde ja politisch dazu instrumentalisiert, dass dieses sogenannte Supergrundrecht Sicherheit genommen wurde. Das ist der Hebel, mit dem man eben diese NSA-Kooperation eingegangen ist.
Und dann stellt sich die Frage, was ist denn wirklich dran? Es gibt ja gerade bei der Berichterstattung und auch bei der Historie über die RAF und überhaupt Terrorismus immer viele Fragezeichen. Ich sage nur mal Zeller Loch, da hatte ja der Inlandsgeheimdienst selbst Terrorismus fingiert. Und da gibt es eine Menge Fragezeichen, aber ich möchte es nicht den Verschwörungstheoretiker geben. Gut, danke. Herr Volkmann, wir haben gehört, als der Kompa hier auch gegen Massenspeicherung gesprochen hat, das Publikum ist da immer ganz schnell auf der einen Seite dabei, natürlich zu sagen, ja, das wollen wir auch nicht. Stichwort Vorratsdatenspeicherung ist ja auch gekippt worden vom Bundesverfassungsgericht, dann auch letztlich vom Europäischen Gerichtshof. Dennoch, die Politik versucht es irgendwie in Wegen wieder einzuführen, erklärt aber auch nicht so richtig, wofür, habe ich oft den Eindruck. Also wofür braucht man das wirklich? Hat das wirklich terroristische Anschläge verhindert? Ist das ein Problem? ich sehe, Sie meinen die Vorratsdatenspeicherung oder... Nein, ist das ein Problem, dass die Politik sich nicht auch genug erklärt und nicht genug sagt, warum sie gewisse Gesetze braucht, warum die wichtig sind für die Sicherheit und warum man dann vielleicht abwägen muss, dass man gewisse Freiheitsrechte einschränkt? Absolut. Und ich glaube, in dem Moment, wenn man anfängt, transparenter zu kommunizieren, dann wird es auf einmal interessant, wenn es Untersuchungen gibt, die sagen, naja, in Ländern, in denen die Vorratsdatenspeicherung schon länger existiert, hat das nicht wirklich irgendwelchen Ermittlungserfolge geführt. Also inwiefern kann man dann tatsächlich von einem Sicherheitsgewinn sprechen? Das Problem ist, und das sehe ich auch in meiner Arbeit, also in den Fluggastkontrollen relativ häufig, dass dieser Sicherheitsbereich ganz schnell so ein Bereich wird, wo man dann sagt, ja, also jetzt ist die Sicherheit betroffen, jetzt können wir nicht mehr genauer drüber reden. Wir sagen ganz grob, ja, da wird ein bisschen unterschieden, aber nach welchen Kriterien unterschieden wird, dürfen wir nicht sagen, weil, und das ist das Argument, ist die Sicherheit unterminiert. Das ist zwar nachvollziehbar ein Stück weit, dass man sagt, ja okay, wenn ich genau weiß, in welche Risikokategorie ich zum Beispiel eingruppiert werde oder nach welchen Kriterien eingruppiert wird, dann könnte ich ja das System austricksen. Das ist so zum Teil ein bisschen die Idee. Die Frage ist, also geht das wirklich auf? Also kann ich ernsthaft glauben, dass indem ich so ein bisschen verschleier, wie ich Sicherheit versuche zu gewährleisten, tatsächlich Sicherheit schaffen? Und es gibt wunderbare Untersuchungen, die zeigen, naja gut, man kann das mathematisch lösen, man kann versuchen, auch einfach mal ein oder zwei Leute ohne irgendwas fliegen zu lassen, und dann weiß man ja, ob man in der Hochrisikokategorie ist oder in der Niedrigrisikokategorie. Und dann weiß ich ja, also die Idee, dass man durch solche relativ plakativen, sehr offensiven, auch finde ich sehr einschüchternden, abschreckenden Maßnahmen ernsthaft Sicherheit schafft, funktioniert glaube ich nur dann, wenn man glaubt, dass sich Attentäter wirklich davon einschüchtern und abschrecken lassen. Und da habe ich meine Zweifel, und insofern plädiere ich sehr stark dafür, stärker in einen Sicherheitsmodus zu kommen, wo ich sehr offensiv kommuniziere, wie ich Sicherheit gewährleiste, was dabei die möglichen Folgewirkungen sind. Und ich glaube, gerade in der IT-Security ist das gang und gäbe. Also da ist Security by Obscurity ist eigentlich zu einem Schimpfwort geworden. Also wenn ich verschleiere, wie meine Verschlüsselung funktioniert, dann muss ich annehmen als Nutzer, naja, wahrscheinlich funktioniert es nicht. Mhm. Gut, danke. Das war diese Runde. Vielen Dank für diese Sicherheits- oder nennen wir sie lieber Freiheitsrunde. Ja, und ich glaube, es ist Zeit, jetzt nochmal ins Publikum zu hören, wie die Menschen es da sehen. Genau, am Ende des Abends vielleicht noch so ein kleines Fazit. Wie geht's Ihnen? Fühlen Sie sich sicherer, jetzt wo Sie wissen, dass es recht unwahrscheinlich ist, durch einen Terroranschlag irgendwie zu sterben? Also mir war das schon lange klar, um ehrlich zu sein. Also diese ganze Media Coverage und dass immer die negativen Nachrichten gezeigt werden und wir die falsch wahrnehmen, dass wir eine völlig falsche Art haben von dem, was Kriminalität tatsächlich bedeutet in Deutschland, das war mir schon länger klar. Also keine wirklich neuen Erkenntnisse, gehe ich mal hier rüber. Der Herr, wie geht's Ihnen? Haben Sie durch den Abend irgendwie noch Fragen offen? Also ich fühle mich hier in Deutschland relativ sicher, und ich frage mich wirklich, warum
Welche Triebfeder gibt es eigentlich, die Freiheitsrechte dauernd einschränken zu wollen? Okay, also auch mehr Freiheit. Wie geht's dir? Möchtest du mehr Sicherheit haben? Vielleicht mehr technische Überwachung? Die Technik, ich meine, die ist ja das eigentliche Wunderwerk, wenn man es mal so betrachtet. Okay. Dagegen ist der Mensch ein Dreck. Ja, darf ich mal? Danke. Niemand hätte sich doch je so viel Mühe gemacht, wenn er Menschen herstellen wollte. Das geht ja ganz von selber. Aber dieser, Moment, Tomahawk, das glaubt mir keiner. Autonomes Kurssteuerungssystem. Starten und dann vergessen. Dynamisch kalibriertes Trägheitsnavigationssystem. Zusätzlich Bodenradar zur Geländeerkennung. Aber was machen wir, wenn man in der Wüste das eine Gelände vom anderen nicht unterscheiden kann? Was machen wir, wenn die dann in Saudi-Arabien runterkommen, wo sie nun wirklich nichts zu suchen haben? Ja, was machen wir dann? Was die Tomahawk macht, das weiß sie jedenfalls, ist ja auch das Wichtigste. Hohe Zielgenauigkeit durch Kombination mehrerer Navigations- und Zielerkennungssysteme. 50% der Treffer in einem 2 Quadratmeter Zielfenster. Und da fliegt sie und weiß sogar genau wohin. Das können Sie von sich nicht behaupten. Überhaupt ist Ihr Einsatzbereich als Mensch ein Scheiß dagegen. Was ja auch kein Wunder ist, wenn man bedenkt, wie lieblos sie hergestellt wurden. Jedenfalls viel zu rasch und meist voreilig. Also egal, ich sagte es schon, 1600 Kilometer bei 800 km/h, was ja nicht viel ist, aber schneller geht's nicht. Und wichtig ist ja auch die Genauigkeit, nicht wahr? Werfen Sie Ihren Blick auch auf das hocheffiziente Turboverdichter-Stahltriebwerk. Sowas hätten Sie auch gern, was? Ja. Im Gegensatz zu Ihnen, die sie leider oft in die falsche Richtung abschießen, besteht hier ein geringes Abschusspotenzial bei einem sehr kleinen Radarprofil. Genau. Stückzahlen unter 100 sofort, falls Sie gleich heute Abend noch eine kaufen möchten. Der Standardpreis liegt dann eben bei der Standardausführung. Das sind 650.000 Euro, also durchaus erschwinglich. Genau. Und wenn Sie größere Stückzahlen brauchen, ist das auch kein Problem. Rückgabe bei Nichtgefallen möglich, natürlich ungebraucht. Das brauche ich ja wohl nicht extra noch sagen. So, ich könnte... Nein. Sie können derweil überlegen, wie viele Sie denn heute Abend kaufen möchten. Wenn Sie sie kaputt machen wollen, aber da wären Sie echt ein Unmensch. Wenn Sie darauf schießen, auf die ganze schöne Technik, dann bitte eher auf den hinteren Teil zielen, da wo die kleinen Flügelchen angebracht sind, ja? Super, Hand drauf. Dankeschön, großartig. Damit das Geschoss besser sehen kann, brauchen wir den Helios, wenn es schon die eine Düne von der anderen nicht unterscheiden kann. Das ist nämlich das Problem in der Wüste. Sand, Sand, Sand. Sand, soweit das Auge reicht. Sand, 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 oh je, Sand. Beim Sand ist ein Korn wie das andere. Das ist Tatsache. Da nützt es nichts, wenn der Helios leuchtet und das Geschoss verzweifelt seine einprogrammierte Karte mit den aktuellen Messungen des Höhenradars vergleicht. Es nützt ihm nichts. Kursabweichungen werden erkannt und korrigiert. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Es ist im Prinzip so gedacht, dass im Abstand von wenigen Kilometern zum Zielort die Nahradar-Zielmustererkennung den Einschlagsort bestimmt. Und dann schlägt sie ein. Bumm. Daneben. Bumm. Daneben. Bumm. Bumm. Schon wieder daneben. Bumm. Daneben. Dafür gibt es keine Erklärung. Die verirren sich trotzdem. Dafür gibt es keine rationale Erklärung. Also ich habe keine. Haben Sie eine? Nein, war ja klar. Dafür gibt es keine Erklärung. Tja, da hört es jetzt auf. Was ist denn das jetzt hier für eine Scheiße? Hört es jetzt aber auf. Da hört es jetzt auf.
Der Krieg aber nicht. Nein, der kriegt nicht genug. Nein, der nicht. Der nicht, nein. Der nicht, der kriegt nicht genug, der Krieg. Nein, der nicht, der kriegt den Hals nicht voll. Der kriegt den Arsch jetzt voll! Danke. So viel zu Elfriede Jelineks Blick auf den Terror. David Großmann von der FAZ hat da einen etwas analytischeren Blick drauf. Die wirklich zerstörerische Kraft des Terrors beruht darauf, dass er den Menschen letzten Endes mit jenem Bösen in Berührung bringt, das der Mensch selbst in sich birgt. Mit dem Niedrigen, dem Animalischen, Chaotischen. Das gilt für den Einzelnen wie auch für die Gesellschaft als Ganzes. Der Terror sucht keinen Dialog. Er will die Gesellschaft, gegen die er agiert, am Ende zerbrechen. Er möchte die Beziehungen und Übereinkünfte zerstören, die die Menschen trotz aller Unterschiede vereinen. Der Terror versucht gerade dort zuzuschlagen, wo es den Menschen nach vielen Jahren grausamster Kriege gelungen ist, sich über Urinstinkte, Barbarei und Bestialität zu erheben. Indem er das tut, schadet der Terror allen Gruppen, aus denen die Gesellschaft sich zusammensetzt. Danke, Jaina Picard, für diese Schauspieleinlage. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und das war sie auch schon, die ConMedia 2016. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir hoffen, Sie können etwas mitnehmen. Sie haben ein paar An- oder Einsichten gewonnen. Im Foyer hängt jetzt noch eine Gedenkwand und das, wenn Sie Lust haben, können Sie darauf noch ein paar Ihre Eindrücke oder Ihre Gedanken festhalten. Was fällt Ihnen noch zum Thema ein? Was geht Ihnen noch durch den Kopf? Und wir, das gesamte ConMedia-Team und die Gäste werden natürlich auch noch im Foyer nachher sein und vielleicht haben Sie auch noch Lust, ein bisschen mit uns zu diskutieren. Stichwort Gäste, wir sagen Danke bei 8 Menschen, die intensiv mit mir gesprochen haben, mich an ihren Erinnerungen teilhaben lassen, an ihren Erfahrungen und mit mir diskutiert haben. Das sind zum einen Manfred Nägele, Klaus Flieger und Dr. Butz-Peters. Vielen Dank. Professor Frank Schwab, Jonas Schlatterbeck und Professor Bertram Schäufele. Vielen Dank für diese Runde. Sowie in der letzten Runde Markus Komper und Sebastian Volkmann. Vielen, vielen Dank. Ja, und der Dank gilt natürlich auch den Unterstützern der ConMedia. Das sind die Landesanstalt für Kommunikation, der Verein der Förderer und Freunde, der SWR, das Landesarchiv und die HDM-Fotogruppe Unterbelichtet. Und ein ganz besonderer Dank geht an das Oberlandesgericht Stuttgart, das uns hier diese Veranstaltung hat abhalten lassen. Und einen besonderen Aspekt möchte ich noch erwähnen. Dort vorne sitzt nämlich Kurt Breuker. Er ist einer der Richter, der hier damals auch im Senat saßen. Und den möchte ich doch ganz besonders begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Und vielleicht können Sie uns nachher auch noch das ein oder andere erzählen. Aber bedanken möchte ich mich bei den Menschen vom Oberlandesgericht Stuttgart, die hier sich ganz besonders dafür eingesetzt hat, dass diese Veranstaltung hier stattfinden durfte und dass alles geklappt hat. Das sind die Pressesprecher Herr Odörfer und der ehemalige Pressesprecher Herr Schüler. Ich weiß nicht, ist er auch da? Gesehen habe ich ihn noch nicht. Nein, aber auch ihm gebührt der Dank. Richten Sie ihn bitte aus. Und ein ganz besonderer Dank an Herrn Tröscher. Vielen Dank. Er steht da hinten.
Und wir wollen uns natürlich auch bei den Sponsoren bedanken. Zum einen WTV Medien, die mit ihrer Unterstützung sehr geholfen haben. Außerdem Mercure, Meridian, Black Forest, Südcola, Feinger Säfte, Fellbacher Weine. Die Autovermietung Marges 77, Ebro Color, AM Etikettendruck, Druckerei AK GmbH und Schokolato.de. Ein Dank geht außerdem an die drei Professoren, die das Projekt Dicon Media betreut haben. Das sind zum einen Markus Wendling, bitte nach vorne kommen. Wo sitzen Sie? Ah, da hinten kommt er. Professor Eckhard Wendling und Professor Stefan Ferdinand. Bitte kommen Sie doch alle nach vorne. Ja, vielen Dank. Yannick Meyer. Yannick Meyer ist der Bildmischer des heutigen Abends. Er hat für die wunderbaren Bilder gesorgt. Vielen Dank. Auch ihm gebührt ein großer Applaus. Und jetzt wollen wir das ganze ConMedia-Team noch nach vorne bitten, damit ihr mal sehen, wie viele Leute daran beteiligt sind, über Wochen alles organisiert haben und geplant haben, wie viele hier Filme produziert haben, die Technik organisiert haben und. Bitte kommt doch, ja, langsam. Schleunigst nach vorne bitte. Ja, meine Damen und Herren, das war's. Das war die ConMedia 2016. Auf gelben Stühlen, Terror im Visier. Ein Vielen ganz, Dank. Ganz großes Dankeschön geht auch noch und zwar an unsere zwei großartigen Moderatoren. Vielen lieben Dank. Danke. Sehr gerne. Danke. Schön, dass Sie da waren, dass Sie auf den gelben Stühlen Platz genommen haben. Diskutieren Sie mit uns, denken Sie an die Wand. Einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause.